Ja, und dann würde ich sagen, es geht los. Willkommen alle zusammen zum heutigen Mumble, zum Grill. Wieder mal das bekannte und spannende Thema ESM, Fiskalpakt und das Ganze drumherum. Zu Gast sind heute Sarah und Volker Reusing, die auch beim Bundesverfassungsgericht eine 752-seitige Klage eingereicht haben, also ein epochales Werk. Wir geben später den beiden Gelegenheit, sich vorzustellen. Ich möchte aber heute unserem neuen Co-Moderator kurz Gelegenheit geben, sich vorzustellen, den Markus. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir haben uns kennengelernt bei der Demonstration letzten Freitag vor dem Bundestag gegen den ESM. Und Markus hat extra am Tag vorher noch die Piratenflagge geholt. Ich hatte das Piratenshirt an und wir haben uns da ganz witzig positioniert und haben festgestellt, dass wir uns thematisch und so weiter auch ganz gut ergänzen könnten. Und ich habe ihn heute spontan angefragt, ob er mitmoderieren kann, denn Markus ist Anwalt in Berlin, ist, glaube ich, in der ESM-Thematik ganz gut drin. Und Matthias Garscher ist heute leider nicht dabei. Und ja, Markus, dann sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir. Ja, vielen Dank. Du hast ja schon einiges vorweggenommen. Also bei den Piraten bin ich jetzt seit April, bin also noch relativ frischer Pirat. Aber irgendwie, wie das fast nicht zu verhindern ist, wenn man politisch aktiver Mensch ist, ist in so vielen Arbeitsgruppen und Kreisen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich den Tag noch sonst irgendwie verbringen kann. Es ist so, dass mein Schwerpunkt schon Innen- und Rechtspolitik ist, allerdings auch Fragen der Wirtschaftspolitik, wenn sie sich mit Verfassungsrecht schneiden, gerade wie das beim ESM der Fall ist, ist eine echte Herzensfrage. Klar, weil es um Demokratie und Transparenz geht, gerade die, finde ich, die Superthemen der Piraten. Und ja, vielleicht noch persönlich zu mir. Ich bin seit 15, 16 Jahren Rechtsanwalt in Berlin. Bin Fachanwalt für Strafrecht, Schwerpunkte noch Familienrecht, Erbrecht. Und wie gesagt, bin wahnsinnig froh, jetzt bei den Piraten zu sein und freue mich über den frischen Wind, den sie in die Politik bringen. Ja, geht mir auch so. Und den frischen Wind, den wollen wir hier auch beibehalten in der AG Geldordnung. Deswegen auch unsere fast regelmäßigen Mumble-Veranstaltungen. Heute, wie gesagt, zu Gast zwei Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht, Sarah und Volker. Ich begrüße euch. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Volker Reusing. Meine Frau, die Sarah Lucia Hasso-Reusing, ist die Klägerin. Was gibt es zu uns zu sagen? Wir engagieren uns politisch schon seit einer ganzen Menge Jahren, sind jetzt auf dem Weg Richtung Piraten, sind noch nicht Mitglieder, wird sich aber ändern. Unsere Erfahrungen haben wir gesammelt bezüglich universelle Menschenrechte, haben wir mehreren Parallelberichten von einem Patienten bearbeitet, dass wir auch Parallelberichte mitgeschrieben haben, wo es darum geht, welche Menschenrechte sind denn noch nicht so erfüllt von Menschenrechten der Vereinten Nationen. Und das wurde dann auch vorgetragen vor den entsprechenden Menschenrechtsfachausschüssen der UNO. Von daher haben wir da Erfahrung. Beruflich habe ich ein Fachhochschulstudium, was mit Recht zu tun hat im öffentlichen Bereich, möchte aber nicht genau sagen, in welchem Bereich. Also es ist nicht wie ein volles Jurastudium, sind nur 3 Jahre Fachhochschule. Aber ich habe täglich mit Paragraphen zu tun und so bin ich auch in der Lage, in fremde Rechtsmaterien mich einzuarbeiten. Und Erfahrung mit Verfassungsklagen haben wir schon bereits mit dem Lissabon-Vertrag gesammelt. Dann würde ich gerne die Sarah übergeben. Ja, Volker hat schon eine ganze Menge erzählt. Also ich bin Psychologin, arbeite zurzeit mit auffälligen Kraftfahrern, aber ausgebildet bin ich auch als Wirtschaftspsychologe. Das vielleicht noch dazu. Ja, vielen Dank. Im Pad kann man sehen, wie die Struktur des heutigen Abends ablaufen soll. Es gibt also einen ersten Teil, wo wir uns dem Thema ein bisschen annähern, so eine Art Einleitungsfragen stellen. Im Teil 2 möchten wir dann auf eure Klage genauer eingehen, auf die Details. Und im Teil 3 werden dann die Fragen der Zuhörer, die im Pad stehen, behandelt. Und zwischendrin gibt es dann immer die Möglichkeit, Zwischenfragen für die Zuhörer am Saalmikrofon zu stellen. Ja, ich fange gleich mal an. Die erste Frage: Wer oder was wird eurer Meinung nach von ESM, Fiskalpakt und den Begleitgesetzen eigentlich gerettet? Ist es die Bankenindustrie, die Währung Euro oder sind es die Bürger Europas?
Ja, das Zentrale daran ist, diese sogenannte kleine Vertragsänderung, an die knüpfen die ganzen anderen Mechanismen an. Und bei dieser kleinen Vertragsänderung, das baut man ein als Artikel 136 Absatz 3 in den AEU-Vertrag, der früher mal EG-Vertrag hieß. Und das sind zwei Sätze. Der erste Satz sagt so sinngemäß, dass man Mechanismen machen kann, also ziemlich blankettartig, ziemlich beliebig, und die man dann in Kraft setzen muss, wenn es unbedingt notwendig ist für die Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes. Und was ist damit gemeint, mit diesem Gummibegriff Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes? Wenn man sich anschaut, die Erwägungsgründe von der kleinen Vertragsänderung, von dem Gipfel von Dezember 2010, oder wenn man sich anschaut, relativ versteckt, die Definition der Finanzstabilität, also bei den Erwägungsgründen taucht immer wieder das Wort Finanzstabilität auf. Dann haben wir uns angeguckt, auch im ESM-Vertrag steht was von Finanzstabilität. Und die kleine Vertragsänderung ist ja offiziell vor allem gemacht worden, damit man den ESM-Vertrag machen kann, ohne das EU-Recht zu verletzen. Das ist so das Angebliche, in Wirklichkeit auch für die Wirtschaftsregierung. Und Finanzstabilität ist definiert als die Stabilität des Finanzsektors. Also nicht der Staatsfinanzen, nicht des Euros, sondern es ist gemeint, der Begriff Finanzsektor, Banken oder Versicherungen, aber im Sinne der Too-Big-to-Fail-Hypothese der Weltbank. Also es geht vor allem darum, in allererster Linie Großbanken abzusichern. Die machen ja auch betragsmäßig einen großen Anteil der Gläubiger der Staaten aus, deren Eigenschaft als Gläubiger der Staaten. Und die ganzen Mechanismen, im Vordergrund steht immer, was bringt das für die Finanzstabilität? Natürlich auch die Versicherungen, die Geld angelegt haben und Staatsanleihen. Der zweite Satz sagt, sobald es dabei Finanzhilfen gibt bei diesen Mechanismen, müssen die Auflagen streng sein. Und wie streng sie sein sollen, ergibt sich vor allem aus einer Meldung von dem ECOFIN-Rat, das ist ein Teil des EU-Ministerrats, wo die Wirtschafts- und Finanzminister drin sind. Und die sagen, es muss streng sein wie in der Praxis des Internationalen Währungsfonds. Also so wie der IWF es normalerweise macht, nicht wie die Satzung des IWF, nicht wie Menschenrechte es sagen, sondern wie die Praxis des IWF. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir klagen, weil der IWF hat eine Praxis, auf die Menschenrechte der Gläubiger Rücksicht zu nehmen, aber die Menschenrechte der Schuldner weitgehend zu ignorieren. Und das heißt, alle anderen, die Einwohner der Schuldnerstaaten, die zahlen mächtig drauf, ohne dass man noch großartig auf deren Menschenrechte schauen würde. Und dementsprechend mehr kann man für die Gläubiger rausholen. Inwieweit unterscheidet sich denn euer Ansatz bei den Klagen gegenüber den Klagen, die jetzt auch von der Linken und von Mehr Demokratie und so weiter eingereicht wurden? Wir haben uns, weil wir selber sehen mussten, dass wir unsere 718 Seiten sind es letztendlich geworden, dass wir die immer frisch halten, immer auf den aktuellsten Stand, haben wir uns mit den anderen Klagen bisher überwiegend über deren Selbstdarstellung im Internet oder Zeitungsartikel beschäftigen können. Zur Linkspartei habe ich in der Taz gelesen, es geht ihnen beim Fiskalpakt darum, dass ihnen die Grenzen für die Neuverschuldung zu eng sind und dass sie da eben auch Sozialabbau befürchten und zu viel Eingriff in die Rechte der Abgeordneten. Die Linkspartei benennt es auch, dass es zumindest in Bundestagsreden von Sarah Wagenknecht, dass es hauptsächlich um die großen Banken geht. Aber das, was wir geltend machen, mit den sozialen Menschenrechten der Vereinten Nationen, weil das Grundgesetz hat ja nicht so viele Menschenrechte. Da im Grundgesetz gibt es kein explizites Recht auf Gesundheit, auf Nahrung, auf Sozialversicherung. Und das haben die anderen Kläger alle nicht. Und was wir wissen, Mehr Demokratie, die sagen, das sind so weitgehende Eingriffe, die wollen darüber abstimmen lassen, in der Volksabstimmung, ob wir die Souveränität Deutschlands aufgeben bezüglich Finanzen, bezüglich Wirtschaft. Das ist so, wie wenn mir einer in die Tasche greift, mir mein Geld wegnehmen will und dann macht man eine Volksabstimmung, ob man das Grundrecht auf Eigentum aufgibt. Anstatt zu klagen, Moment mal, mein Grundrecht auf Eigentum schützt mich so und so weit und du darfst mir nur so und so viel Geld abnehmen. Deren Ansatz, die Verteidigungslinie ist viel zu weit hinten und kann großen Schaden anrichten. Bezüglich Gauweiler und Schachtschneider weiß ich nicht, worauf sie klagen, habe ich noch nicht gelesen. Wenn ich mir die Klage zu den bisherigen Stufen von Euro-Rettung schon anschaue, würde ich vermuten, dass es ihnen darum geht, wie viel kann man den Steuerzahlern denn noch zumuten und wie viel kann man zumuten Abgeordneten künftiger Legislaturperioden, wo dann gar kein Spielraum mehr ist, wo sie überhaupt noch über das Geld entscheiden können.
die haben sich auch alle nie richtig damit beschäftigt, was für Auflagen kriegen denn die Einwohner der Schuldnerstaaten und welche Rechte werden verletzt. Da sind wir die Einzigen und davor haben die Leute Angst, die Reichen und Mächtigen in diesem Land. Das Bundesverfassungsgericht will ja jetzt zu einer mündlichen Verhandlung laden, was ja ziemlich außergewöhnlich ist. Das machen die ja eher selten. Und zweite Anschlussfrage, wie ist eure Klage beim Bundesverfassungsgericht bisher angekommen? Sie ist angekommen. Also vielleicht erstmal gegen was wir geklagt haben. Diese kleine Vertragsänderung, wo man immer neue Mechanismen machen kann, beliebig. Hauptsache es hilft dem Finanzsektor mit den strengen Auflagen, die Menschenrechte Anwohner keine Schuld, keine Rücksicht nehmen. Dann haben wir geklagt gegen das Zustimmungsgesetz zum ESM, gegen das ESM-Finanzierungsgesetz, wo es darum geht, das Geld für den ESM zu geben, gegen das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes, auch ein Begleitgesetz zum ESM. Da geht es um die Details beim Bundesschuldenwesengesetz, was man da einbaut, zum Staateninsolvenzverfahren und sowie eine Initiative als Teil des ESM. Dann haben wir geklagt gegen das Stadt-Meck, das Gesetz für die zweite Stufe vom Euro-Rettungsschirm, zweite Stufe EFSF. Und wir haben geklagt gegen die Zustimmung zum Fiskalpakt. Die Klagen sind gültig, mit Sicherheit, weil wir haben mehr gründlich als jeder andere die eigene persönliche gegenwärtige Betroffenheit dargelegt und haben allein 34,5 Seiten dargelegt, welche Fragen sind rechtsfortbildend. Wir haben 28 Anträge auf einstweilige Anordnung gestellt, einmal, dass diese Verträge, die Zustimmungsgesetze nicht verkündet werden dürfen, bevor das Gericht entscheidet, dass nicht ratifiziert werden darf, damit sie nicht in Kraft treten, dass bestimmte Handlungen nicht gemacht werden dürfen. Und ja, die jetzige Lage ist, jeder kann klagen vom Verfassungsgericht. Man braucht keinen Anwalt, man muss natürlich eine gültige Klage machen, darf nicht rechtsmissbräuchlich sein, vor allem den Rechtsweg einhalten, aber bei Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträgen kann man ja nur direkt zum Verfassungsgericht, da ist ja kein Gericht darunter zuständig. Und dann, die jetzige Lage ist, bei so einer mündlichen Verhandlung, da kommt man normalerweise nur rein, wenn man einen Juraprofessor als Bevollmächtigten hat oder einen Anwalt. Aber das Gericht kann nach § 22 Absatz 1 Satz 4 Bundesverfassungsgerichtsgesetz eine Ausnahme machen. Und wir sagen, Moment mal, wir haben 2 Jahre an dem Ding gearbeitet und die Klage ist für einen Anwalt eine Fortbildung in mindestens, ich denke mal, einen 5-stelligen Wert. Die Arbeitsleistung hat einen 6-stelligen Wert, was wir da alles ehrenamtlich reingesteckt haben. Und dann sollen wir dem Anwalt für die Zeit, die er investiert, 5-stelligen Betrag zahlen, sind pleite und haben immer noch keinen, der uns in eine mündliche Verhandlung vertritt. Also sagen wir, das ist uns zumutbar, wir wollen uns selbst vertreten. Und damit haben sie vielleicht auch ein Problem, weil das, ich kenne nur einen Fall, wo die Leute sich selbst vertreten durften, wo ein Mann völlig mit den Nerven runter war und nur noch seiner Frau vertraut hat. Okay, also selbst wenn eure Klage jetzt nicht angenommen würde, hätte das sicherlich ein Nachspiel, also ihr würdet quasi nachsetzen. Die Annahme zur Entscheidung, das muss verkündet werden uns gegenüber, muss das mitgeteilt werden. Wir haben keine Antwort, ob sie zur Entscheidung angenommen wird oder nicht. Das Gericht kann einen faktisch auch am langen Arm verhungern lassen. Andere Leute klagen alles entscheiden und wenn alles gegessen ist, können sie dann noch sagen, nehmen wir es nicht zur Entscheidung an. Solche Dinge, faktisch hat es die Macht. Aber vom Gesetz her, § 93a Verfassungsgerichtsgesetz, persönliche Betroffenheit muss man beweisen, selbstgegenwärtig und unmittelbar. Ja, wenn diese Gesetze in Kraft treten, dann können die Verträge in Kraft treten, die ganzen Mechanismen dort. Und da ist doch die Betroffenheit mit diesen Gesetzen zu dem Zeitpunkt. Und das andere ist die Rechtsfortbildung. Was ist da alles neu, was das Verfassungsgericht noch nie entschieden hat? Und da haben wir, wie gesagt, 34,5 Seiten. Wenn die unsere nicht zur Entscheidung annehmen, und dann wird folgende Sache nicht entschieden werden. Also ich sage jetzt nur mal das Wichtigste, was mir einfällt. Wie hart dürfen die Auflagen gegenüber den Einwohnern sein, dass sie genauso diese Auflagen zu spüren kriegen würden? Die Griechen sind nur die Versuchskaninchen. Es gibt ja nicht nur den ESM, wo die Staaten, die fast pleite sind, Auflagen kriegen. Beim Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichtsverfahren macht man ja auch Auflagen, damit man sie auch nur alle unter Auflagen kriegt. Immer Privatisierung, immer Sozialabbau und immer sehen, dass mehr Geld für die Absicherung der Banken da ist. Ich kann ja gerne noch weiter bei einigen dieser Mechanismen ins Detail gehen, worüber sie bei den anderen auch nicht entscheiden. Die anderen haben null Ahnung bezüglich der universellen Menschenrechte, weil sie sich darauf nicht konzentriert haben, weil es im Jurastudium nicht gelehrt wird. Das muss man sich selbst aneignen. Wir haben Unterlagen vom Parlamentarischen Rat gesehen und haben uns das im Bundesarchiv durchgelesen. Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz ist die Verbindung des Grundgesetzes zu den Menschenrechten der UNO. Da gibt es halt mehr soziale Rechte, als das Grundgesetz selber hat. Das haben wir wieder entdeckt. Dann machen wir mehr Volksabstimmungen geltend, als mehr Demokratie das macht.
wir wollen nicht abstimmen, ob wir die Souveränität abgeben. Wir sagen, hier bei den und den EU-Verordnungen für die Wirtschaftsregierung, hier bei dem ESM-Vertrag, da werden ständig Kompetenzen überschritten. Die Parlamentarier merken es nicht mal. Da geht so nicht weiter. Die müssen die Hilfe vom Volk haben. Also muss der Spielraum, den das Grundgesetz lässt, für Volksabstimmung ausgeschöpft werden. Und wir beweisen auch wieder in Zitaten vom Parlamentarischen Rat, dass ohne Grundgesetzänderung viel mehr Volksentscheide möglich sind. Und wir beweisen anhand von Auflagen bei Griechenland, dass man Behörden privatisieren will. Wir beweisen, was sie mit dem griechischen Gesundheitswesen, mit dem rumänischen Gesundheitswesen angestellt haben. Auch solche Mechanismen, wo die Troika Notfallkredite gibt, damit die Staaten ihre Gläubiger zahlen können und die Einwohner kriegen Auflagen, die viel härter sind als das, was sie sonst treffen würde beim ganz normalen Staatsbankrott. Was ich auch noch dazu sagen will, es geht also nicht nur bei den gesetzlichen Versicherten darum, sondern also in Ungarn hat man jetzt Anfang des Jahres die privaten Rentenversicherungen enteignet im Defizitverfahren. Die Verträge. Leute, nicht die Versicherungsgesellschaften. Um damit also den Haushalt zu sanieren. Und die EU hat es nicht gestört. Okay, also wir hatten ja am Freitag auch einen Mumble. Und es geht jetzt hier dann weniger um die formaljuristische Auslegung, sondern um die realpolitischen Mechanismen, die dadurch in Kraft treten. Viele Leute haben ja Angst, dass wir hier mehr oder weniger auf dem Weg in eine Art Wirtschaftsdiktatur sind. Ist es denn wirklich so schlimm? Ja, wenn ich das mal zeigen kann, vor allem am Beispiel des ESM. Vor dem ESM gab es eine EU-Verordnung, mit der man Staaten außerhalb der Eurozone geholfen hat, Lettland und Rumänien oder deren Gläubigern, dann die Griechenlandhilfe, dann EFSM, dann EFSF und jetzt den ESM. Und der ESM ist von diesen Mechanismen, wo man diese Kredite gibt und dafür maßlose Auflagen macht, am schlimmsten. Vor allem was die Demokratie angeht. Beim ESM hat praktisch so zwei Teile. Einmal, wie man es von der EFSF auch kennt, diese Troika, die Auflagen entwirft. Und das macht federführend die EU-Kommission, unterstützt vom Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank. Deren Chef kommt ja von Goldman Sachs zurzeit. Hat Goldman Sachs also einen ganz erheblichen Einfluss auch. Dann werden diese Auflagen, entscheidet aber nicht die Troika darüber, sondern entscheidet darüber beim ESM der Gouverneursrat, wo die Minister drin sitzen. Der kann diese Befugnis aber auch übertragen aufs Direktorium, wo die Minister jeden reinsetzen können, der genug Ahnung von Wirtschaft und Finanzen hat. Könnte man auch wieder Banker reinsetzen, auch solche, die Krise verursacht haben, makabererweise. Dann beim ESM gibt es dann einmal das, was die Troika macht, man kriegt aber vom ESM nur Geld, wenn man vorher, zumindest Notfallkredite kriegt man nur dann, wenn man vorher eine rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse machen lässt. Das heißt, es wird die Gesamtheit der Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung genommen. Und was da noch an Ersparnissen ist, muss man erstmal den Gläubigern geben. Nur wenn man dann noch bedürftig ist, gibt es Geld vom ESM. Anders als bei den anderen Stufen vom Euro-Rettung schon wie EFSF und Griechenlandhilfe. Das heißt, auch die Ersparnisse der Rentenversicherung, die müssen halt erstmal eingesetzt werden. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das Rentenkürzung bedeutet. Dann gibt es beim ESM noch etwas, wo die privaten Gläubiger mitspielen dürfen. Einmal die Wiener Initiative, dass sie dazugehört. Das haben wir gesehen, Entwurfsfassung, damals von Artikel 12 ESM-Vertrag, steht in der beschlossenen nicht mehr drin, hat man aber verlagert, etwas trickreich, in das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes in Deutschland. Und man findet den Begriff Wiener Initiative in einem Gipfeldokument vom 24.25.03.2011. Das beinhaltet, die großen privaten Gläubiger kriegen ein Sonderkündigungsrecht für ihre Kreditforderungen. Und können damit schon mal auf den Staat Druck machen, dass sie vorab, bevor die anderen Gläubiger zugekommen, politische Forderungen machen können oder finanzielle. Und das soll so streng sein, dass auch ein teilweiser Schuldenerlass immer nur das letzte Mittel zugunsten des Staates ist. Dass man möglichst viel rausholt, möglichst viele Auflagen, auch die Privaten machen können. Zusätzlich zur Troika. Das ist nur beim ESM. Und danach kommt das eigentliche Staateninsolvenzverfahren. Da ist die Versammlung aller privaten Gläubiger, die dann mit Mehrheit entsprechend ihrem Verhältnis ihrer Hauptforderungen in Staaten auch noch Auflagen machen können. Undemokratisch ist der ESM auch dadurch, dass man die anwendbare Rechtsordnung und den Gerichtsstand beliebig über den Globus verschieben kann. Das ist ziemlich trickreich. In Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag steht in der Fassung, die Sie jetzt beschlossen haben, nur noch drin, dass ab 01.01.2013 alle neuen Staatsanleihen der Staaten der Eurozone
kollektive Aktionsklauseln haben müssen. Also sozusagen so Zusatzbedingungen zu den Staatsanleihen. Und daran knüpft das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes an. Und was da eingefügt wird, ist eben die Detailregelung für Staateninsolvenzverfahren und Wiener Initiative und was man so alles regeln kann in kollektiven Aktionsklauseln, unter anderem auch das anwendbare Recht und den Gerichtsstand. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass man einen bahrainischen Gerichtsstand vereinbart und dass man vereinbart, das Recht von irgendeinem Land, vielleicht in den USA, die nicht so viele soziale Menschenrechte haben, damit das Soziale nicht so geschützt ist, damit man mehr aus dem Land rausholen kann, den Entscheidungsbefugnis den Rechtsweg zum Verfassungsgericht in Deutschland verbauen und zu den deutschen Grundrechten und zu den internationalen Menschenrechten, die hier gelten. Bei EFSF hatte man in Artikel 16 was Ähnliches, da wurde alles nach England verschoben und da sind dann luxemburgische Gerichte bzw. EuGH zuständig. Noch was, wo der ESM undemokratisch ist, den ESM kann keiner verklagen, er kann aber alle seine Mitgliedstaaten vom Europäischen Gerichtshof verklagen. Die Dokumente des ESM sind unantastbar, die Räume sind unantastbar. Wenn der ESM sich ja nicht an seine eigenen Regeln hält, dann kriegt das kein Mensch mit, keiner darf durchsuchen, nichts kann man beschlagnahmen, man kann ihm auch das Eigentum nicht wenden. Ja, also der ESM ist wirklich der Gipfel der Demokratiefeindlichkeit. Noch schlimmer, der IWF. Ja, das war jetzt ein ganz schönes Paket. Ich möchte an der Stelle mal den Markus fragen, ob er eine Zwischenfrage hat. Ja, ich habe im Internet so ein bisschen betrachtet, wie die Demonstration in Karlsruhe abgelaufen ist und habe mir auch da die Rede von Volker Reusing angehört. Und ich glaube, da ist er noch ein bisschen weitergegangen und sagte, dass der ESM faschistische Züge hat. Wenn er dazu vielleicht noch mal was sagen könnte, weil das hier private Gläubiger erheblichen Einfluss haben, Goldman Sachs einen gewissen Einfluss haben, das ist das eine. Das ist wohl schon immer so gewesen, aber faschistische Züge, vielleicht kann er dazu noch ein bisschen näher was sagen. Ja, also ich sehe das so, es gibt verschiedene Definitionen von faschistisch. Es geht mir nicht darum, dass hier Menschen ausgegrenzt werden, das meine ich damit nicht. Aber wenn Staat und Konzernmacht sich über ein gewisses Maß hinaus miteinander vermengen, und wenn in diesem ESM die Gläubiger dann den Staaten politische Auflagen machen können, wie die Gesetze ändern sollen, etc., obwohl sie niemand gewählt hat, nur weil sie entsprechend einen großen Teil der Forderungen haben, wo der Staat bei ihnen verschuldet ist, diese Vermischung zwischen Konzernmacht und staatlicher Macht im Sinne eines faschistischen Wirtschaftssystems, dass das Englische wirkt wie ein faschistisches Wirtschaftssystem. Und ich habe das in Karlsruhe gesagt, um die Leute aufzurütteln und zu sagen, Mensch, da müssen wir mehr hinschauen und wir dürfen uns nicht gegenseitig streiten und gegeneinander aufhetzen lassen. Und ich fand es total schade, muss ich echt sagen, dass die Piraten und die Linken nicht da waren. Dieses Aktionsbündnis Direkte Demokratie, das sind ganz normale bürgerliche Leute und es wäre einfach toll gewesen, ein breites Spektrum da zu haben. Danke. Ich möchte jetzt mal dem Robert Arnold Gelegenheit geben, eine Zwischenfrage zu stellen. Ja, ich habe natürlich ganz viele Fragen, aber ich fange einfach mal mit zweien erstmal an. Volker, du hast gesagt, dass also die Gefährdung der Finanzstabilität die Voraussetzung für Hilfe im Rahmen des ESM ist, dass das gleichbedeutend sei mit der Gefährdung von großen Banken und Versicherungen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so gemeint ist. Mich interessiert die Quelle dafür. Das ist also die erste Frage. Und die zweite Frage ist, du hast gesagt, dass ihr in eurer Klage besonders gut eure persönliche Betroffenheit begründet habt. Da würde mich interessieren, wie habt ihr denn die persönliche Betroffenheit begründet? Ja, da würde ich gerne einmal zur Finanzstabilität. Ich weiß die Formulierung nicht auswendig, aber die Definition ist, wenn man sich die Gipfelunterlagen anschaut, die findet man alle auf der Webseite vom Europäischen Rat, und zwar da der Gipfel vom 24. und 25.03.2011. Da gibt es drei verschiedene Sachen. Einmal Merkmale des künftigen Mechanismus, wo man auch diese Fußnote zur Wiener Initiative findet. Dann die eigentliche Gipfelschlussdokument, die Schlussfolgerung. Und es gibt noch einen Text zum Euro-Plus-Pakt. Euro-Plus-Pakt mit als einziges verhältnismäßig harmlos, weil machen die Regierungschefs nur Versprechungen. Und da ist aber der Begriff Finanzstabilität definiert als Stabilität des Finanzsektors. Bei den Sachen zum Euro-Plus-Pakt. Das war das eine. Dann, wie persönliche Betroffenheit. Ja,
Also selbstgegenwärtig unmittelbar natürlich zu dem Zeitpunkt, wo diese Gesetze in Kraft treten, weil die dann den Weg frei machen für die Ratifizierung und damit dann, dass dann diese Verträge in Kraft treten können. Ich würde es gerne an einem Beispiel machen. Meine Frau ist jetzt selbstständig. Sie war früher Arbeitnehmerin. Und bei den Vereinten Nationen gibt es ein Menschenrecht, Artikel 9 Sozialpakt auf soziale Sicherheit inklusive Sozialversicherung. Und die Troika hat in ganz vielen Ländern hat sie Rentenkürzungen verlangt. Zumindest in Griechenland hat sie es verlangt, in Lettland, in Rumänien. Und der Internationale Währungsfonds hat bei den Ländern, die von ihm Geld bekommen haben, auch Rentenkürzungen verlangt. Und auch der Internationale Währungsfonds hat von Deutschland in unverbindlichen Artikel 4 Konsultationen, das ist, wenn der IWF unverbindliche Empfehlungen macht, für Staaten, die halt keinen Kredit bei ihm haben, hat er auch verlangt, dass man eben bei der Rente sparen soll, haben wir auch in unserer Klage mit angegeben. Und da haben wir gesagt, das reicht für eine Prognose, wenn Deutschland selber sich übernimmt, wenn Deutschland selber hilfebedürftig wird und beim ESM oder EFSF Vorgänger Euro-Rettungsschirm dann sich Geld leiht, dann werden wir auch solche Auflagen kriegen. Weil das ist so bei mehreren Staaten so gemacht worden. Solche Art von Auflagen macht die Troika bei mehreren Staaten, macht der IWF bei mehreren Staaten, was der IWF von Deutschland speziell verlangt hat. Also machen wir da diese Prognose. Wir haben bezüglich grundrechtsgleichem Wahlrecht haben wir geltend gemacht, meine Frau ist Wählerin und die Abgeordneten, die geben ja völlig ihre Rechte weg. Und dass dann das Wahlrecht total ausgehöhlt wird, so argumentieren die anderen Kläger auch. Bei persönlicher Betroffenheit und überhaupt bei völkerrechtlichen Verträgen muss man immer alles in Verbindung mit Artikel 38 geltend machen. Das ist eine vom Verfassungsgericht in seinen Urteilen entwickelte Formvorschrift, die findet man nicht im Gesetz oder im Grundgesetz. Also immer, wenn man vorgeht gegen Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen, alle Grundrechte, alle Menschenrechte, die man geltend macht, alles in Verbindung mit Artikel 38. In Verbindung mit Artikel 38 haben wir uns auch zum Beispiel auf die Rechtsstaatlichkeit berufen und haben gesagt, da sind ja Ermächtigungen, die sind ja so weitgehend, sind ja so Gummivorschriften, das ist ja überhaupt nicht rechtsstaatlich. Und dementsprechend den Abschnitt Römisch 9 und Römisch 10 unserer Verfassungsbeschwerden haben wir eine wirklich große Zahl, was wir geltend machen. Wir haben auch geltend gemacht Eigentum, Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Das heißt für uns, man kann ins Eigentum eingreifen für Dinge, die noch irgendwie sozial sind, zumindest nicht in beliebig tiefem Umfang ins Eigentum eingreifen für Dinge, die beim besten Willen nicht sozial sind, wie mit unserem die wirklich starken gesellschaftlichen Akteure wie die Großbanken absichern, dass da irgendwo auch mal Schicht ist und dass man vor allem dann für die Beträge zusammenrechnen muss mit der deutschen Bankenrettungsinstitution. Weil es geht ja bei beiden um Bankenrettung. Das mit der Euro-Rettung ist ja nur vorgeschoben. Und deswegen ist das längst erreicht, wie viel man uns maximal dafür nehmen muss. Und es gibt ja auch noch andere systemrelevante Bereiche wie Familien, wie Umwelt. Und meine Frau hat auch die Frage aufgeworfen, warum gibt es einen Bankerrettungsfonds, keinen Psychologenrettungsfonds? Nur als Beispiel, wie übermäßig ins Eigentum eingegriffen wird, um andere Länder Gläubiger abzusichern. Und auch vom Gleichheitsgrundsatz haben wir ähnlich argumentiert wie vom Eigentum. Ja, Robert, ist deine Frage damit zufriedenstellend beantwortet worden? Ja, im Wesentlichen schon. Also wo die Quelle herkommt mit Gefährdung der Finanzstabilität. Entschuldigung, Artikel 3 ESM-Vertrag, kommt das Wort Finanzstabilität auf? Ja, da kommt das vor, aber du hattest eben angegeben, was das genau bedeutet und das wollte ich gerne wissen, woher diese Bedeutung kommt. Und die Bedeutung, das hast du ja erklärt, das steht also im Euro-Plus-Vertrag, ja, beziehungsweise in den Schlussdokumenten vom 24.03. oder 25.03.2011, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Ja. Okay, also ich finde interessant erstmal, dass du darauf abstellst, dass also Deutschland auch die Härte der Auflagen eventuell wird spüren können. Das ist ein Aspekt, der tatsächlich in der Diskussion am Freitag nicht zum Tragen gekommen ist. Umgekehrt zum Tragen gekommen ist aber die Diskussion, inwieweit Hoheitsrechte des Parlaments beeinflusst werden. Und also bei der Härte der Auflagen interessiert mich, du hast gesagt, dass auch die Rentenversicherung davon in Deutschland betroffen wäre. Erstens, die Rentenversicherung in Deutschland ist ja im Umlageverfahren organisiert, das heißt, da gibt es kaum Rücklagen, die irgendwie aufgebraucht werden könnten, jedenfalls die gesetzliche Rentenversicherung. Die nicht gesetzliche Rentenversicherung erfolgt privat über private Rentenversicherungen, das heißt, da kann der Staat auch nicht dran. Deswegen verstehe ich da sozusagen erstmal nicht, was
du da meinst, an welche Ersparnisse der Rentenversicherung da dran gegangen werden könnte überhaupt, weil es die praktisch nicht gibt, jedenfalls keine in der öffentlichen. Und zweitens würde mich interessieren, woher kommt überhaupt die Information, dass also die bei uns nicht staatlich organisierte, sondern über das Sozialversicherungssystem organisierte Rentenversicherung da auch angezapft werden würde? Die rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse, kleinen Moment, ich muss mal kurz nachschauen in Artikel 13 ESM-Vertrag, da kommt diese rigorose Schuldentragfähigkeitsanalyse vor. Also vielleicht kann ich als Ergänzung noch dazu sagen, dass es in Deutschland ist das Rentenversicherungssystem anders gebaut als in anderen Staaten. In anderen Staaten wird sozusagen die offizielle staatliche Rentenversicherung über Steuern finanziert und direkt vom Staat ausgezahlt, während das ja in Deutschland über das Sozialversicherungssystem läuft und nicht über den Bundeshaushalt. Also das an der Stelle da noch als Ergänzung dazu. Deswegen kann das sein, dass das in anderen Staaten da tatsächlich vielleicht irgendwie die Rente betroffen wäre. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das in Deutschland sein sollte. Ich habe einen Teil davon gefunden. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe B ESM-Vertrag, da geht es um die Bewertung, ob die Staatsverschuldung tragfähig ist. Und die Schuldentragfähigkeit, die misst man eben an den Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Eines dieser Gipfeldokumente nimmt darauf Bezug. Das Gleiche, wo man auch beim Defizitverfahren vom Stabilitäts- und Wachstumspakt auch misst, ob das Defizit zu hoch ist. Eine Gesamtheit von den Haushalten, Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung. Bitte um Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht präsent. Es muss bei uns in der Klage in Abschnitt 4.6.2 stehen. Aber ich weiß es leider nicht auswendig, aus welchem Gipfeldokument es genau ist. Ich habe da noch eine Anmerkung zu. Also, wenn es dabei um die Rente geht, ist da natürlich erstmal, also wenn da kein Geld da ist, also nicht mit gemeint, dass man da an die Kasse geht und das Geld rausholt, sondern man holt sich von den betroffenen Bürgern. Man senkt die Leistungen. Haben wir vielleicht da nicht klar genug formuliert? Also wir meinen, dass die Leistungen gesenkt werden, die Leistungsansprüche gesenkt werden. Das haben wir in der Klage ausführlich genug erläutert. Vielleicht kannst du Links, die Klage ist bestimmt irgendwie online zu sehen. Also da würde ich gerne mal reingucken. Vielleicht kannst du da mal einen Link posten. Das ist aber auch wieder eben so, dass das in anderen Ländern anders ist als in Deutschland, weil in anderen Ländern, wenn die Rente direkt über den Staatshaushalt läuft, bewirkt natürlich eine Senkung des Leistungsniveaus, dass der Staat weniger Ausgaben hat. Das ist aber eben in Deutschland nicht so. Es läuft über die Sozialversicherung und wenn man da die Ausgaben der Rentenversicherung senkt, dann kann die Sozialversicherung den Beitragssatz senken. Es hat aber keinerlei Auswirkungen auf den Staatshaushalt in Deutschland. Es geht uns darum, dass da hier von der Schuldentragfähigkeit die Rede ist. Und die Schuldentragfähigkeit misst man eben in Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Könnte natürlich sein, dass das Gericht auf die Idee kommt zu sagen, das muss man einschränkend auslegen, für den ESM ist die Schuldentragfähigkeit als die Sozialversicherung nicht mit reinzunehmen. Das hätte aber dann nur Auswirkungen allein für Deutschland, weil das Verfassungsgericht ja verbindlich nur für Deutschland urteilen könnte und die anderen Staaten würden mit voller Wucht getroffen. Also da wäre auch nochmal meine Rückfrage, Schuldentragfähigkeit. Das heißt ja noch lange nicht, dass sozusagen bei allem, was da aufgezählt wird, anhand welcher Kriterien die Schuldentragfähigkeit festgestellt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass genau die gleichen Kriterien an genau den gleichen Stellen Einschnitte verlangt werden, wenn nun Hilfe gewährt wird, oder? Also ich denke, es geht hier bei Sarah und Volker auch teilweise um die Praxis, also die Auslegung bzw. die Möglichkeiten, die dann im Rahmen des ESM und Fiskalpakt und den Begleitgesetzen möglich sind. Volker und Sarah, ihr bezieht euch da auch gerne auf die IWF-Praxis, die beim ESM dann auch zum Tragen kommen soll, eurer Meinung nach. Wo steht das drin? Und zweitens, was hat diese IWF-Praxis zu bedeuten? Ich habe gelesen, ihr bezieht euch da gerne auf Michel Schusodowski, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen. Ja, wir haben verschiedene Texte gelesen zur Praxis des IWF, wie hart die Auflagen sind, was da für Schäden angerichtet werden. Das Werk, wo wir am meisten fündig geworden sind, ist das Buch The Globalization of Poverty and the New World Order.
von Professor Dr. Michel Chosudowski, kanadischer Wirtschaftswissenschaftler, findet man unter globalresearch.ca. Da veröffentlicht er viele Artikel. Und worauf wir uns auch beziehen, unter anderem ist Davis Mbutu, ein ehemaliger IWF-wissenschaftlicher Mitarbeiter, der 1988, was glaube ich, nach 12 Jahren Mitarbeit gekündigt hat und den IWF schwere Vorwürfe gemacht hat, dass der IWF, sagte Davis Mbutu, Millionen Tote verursacht habe. Ich denke, das kann sich nur darauf beziehen, dass der IWF maßlos ist mit Kürzungen und dass dadurch Menschen verhungern und medizinisch unversorgt sind. Und konkret hat Davis Mbutu aber diese Zahlen in seinem offenen Brief nicht, zumindest das, was öffentlich im Internet sichtbar ist. Das Buch wird leider nicht mehr komplett rausgegeben. Da hat er es nicht gebracht, hat aber dafür gebracht, wie der IWF Zahlen falsch dargestellt haben soll, weil Trinidad und Tobago, um das Land einzureden, es bräuchte unbedingt einen IWF-Kredit. Aber Auflagen, die wirklich zu weit gehen. Nehme ich mal Beispiel IWF-Kürzung im Gesundheitswesen. Nehmen wir mal das Beispiel Griechenland. Bundestagsdrucksache 17.8731 ist ins Deutsche für die Bundestagsabgeordneten übersetzt worden. Die frischesten Auflagen für Griechenland von Ende Februar. Da findet man unter der Überschrift Memorandum of Understanding die Auflagen. Und da ist Auflage für Griechenland, sie sollen die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung um 5% senken. Die kleinen Renten unangetastet lassen. In Lettland und Rumänien hatten sich ja Rentner vor dortigen Verfassungsgerichten gewehrt und hatten da in Rumänien vollständig, in Lettland doch zum erheblichen Teilrecht bekommen. Und wo kann man sonst noch sparen in der Sozialversicherung? Rente und Krankenversicherung sind das Teuerste. Und durch die hohe Arbeitslosigkeit, weil Beiträge wegfallen und dann noch die Arbeitgeberbeiträge senken, ohne irgendeinen Ausgleich zu schaffen. Die Folge ist, in Griechenland muss man im Krankenhaus, da schreibt die Taz, Geld vorstrecken für Material und Medikamente und bei Apotheken muss man es auch vorstrecken, weil man nicht mehr weiß, wie viel kann die Krankenversicherung noch davon erstatten. Gesundheitswesen Rumänien war schon in den 90er Jahren, hatten die schon Auflagen von IWF und Weltbank bekommen und seitdem konnten sich die ärmeren Leute keinen Krankenhausaufenthalt mehr leisten. Also ähnliche Situation, wie sie jetzt in Griechenland geschaffen wird, war da schon in den 90ern. In Rumänien hat von der Troika, was auch so ein ähnlicher Mechanismus wie EFSF und ESM, dass die Troika da Auflagen macht, haben die jetzt noch Zuzahlungen auch beim Gang zum Hausarzt, sodass die armen Leute sich jetzt auch den Arztbesuch außerhalb des Krankenhauses nicht mehr leisten können. Das ist ein Beispiel von IWF und Gesundheitswesen. Alternatives Internetmedium Prison Planet verweist auf eine britische Studie in den 90er Jahren, dass die Auflagen von IWF und Weltbank zu Einsparungen im Gesundheitswesen so übermäßig waren, dass sie erheblich beigetragen haben zum Ausbruch von Tuberkulose in den 90er Jahren. Gesundheit haben wir alles in Abschnitt 452 unserer Klagen. Das wäre jetzt im Bereich der Gesundheit. Achso, noch Sozialversicherung allgemein. Die Griechen sollen einen Überschuss erwirtschaften bis 2014 aus dem Haushalt, soweit ich mich entsinne, 4%. Das sollen sie vor allem durch Einsparungen im Bereich der Sozialversicherung machen. Und dann sollen sie in zweiter Linie sparen bei Behörden, bis 2015 150.000 Leute rauswerfen. Behörden wollen sie auch teilweise an Privat vergeben, den Kündigungsschutz der Beamten, soweit es den noch gibt, abschaffen. In Griechenland gibt es auch Hunger, das schreibt der bekannte Musiker Mikis Theodorakis, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das dürfte daran liegen, Langzeitarbeitslose haben schon vor den Auflagen der Troika nichts gekriegt in Griechenland. Aber dadurch, dass jetzt so viele Arbeitslosen sind, reichen die Suppenküchen eben nicht mehr für alle. Weitere Auflagen von IWF, zum Beispiel 1994 Brasilien, haben sie sogar Verfassungsänderungen erzwungen, um öffentlichen Dienst Leute entlassen zu können, um in Brasilien an die Ersparnisse der Rentenversicherung gehen zu können, um Rechte von Indianern dort zu senken, damit man eben mehr an den Wald ran konnte, um für die Gläubiger was zu erwirtschaften. Die Troika hier will ja auch, dass Irland und Griechenland ihre Verfassung ändern. In den neuesten Auflagen für Griechenland ist auch ein Sperrkonto. Die Staatseinnahmen gehen auf dieses Sperrkonto, damit die Gläubiger zuerst bedient werden. Anstatt die Unteilbarkeit der Menschenrechte gerecht zu werden, bevorzugt man da die bisherigen Gläubiger des Staates. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Ich könnte es noch endlos weiter fortsetzen, wie man zum Beispiel mit Kleinunternehmen umgegangen ist vorseitens des IWF. In Peru hat man die bäuerliche Landwirtschaft verboten, durch die Auflage Mindestbetriebsgrößen einzuführen. In
Bangladesch hat man einfach gesagt, dass ein Drittel der mittelständischen Beauty-Industrie dicht machen muss. In Vietnam hat man absichtlich Kreditklemme erzeugt gegenüber einheimischen privaten Betrieben, in Albanien und Jugoslawien gegenüber den Staatsbetrieben eine absichtlich Kreditklemme. Die meisten dieser Dinge sind alle in dem Buch von Chossudowski. Und dann sagt man so, diese Stränge, die soll IWF-artig sein, wie in der Praxis des IWF. Wir haben die Beispiele gebracht aus der Praxis des IWF. Die Arbeit hat sich kein anderer Kläger gemacht. Und es sieht im Moment so aus, als ob sie drauf und dran sind, da mit voller Macht wegzuschauen. Mich interessiert vor allen Dingen auch der Teil, den Sarah und Volker auch als sehr wichtig für ihre eigene Klage herausgestellt haben, nämlich den der demokratischen Rechte des Volkes. Die Staatsgewalt geht ja bekanntlich vom Volke aus. Ist denn in eurer Klage, ich habe sie wahrscheinlich erst zu kurzfristig gesehen, es ist ein so 700 Seiten, sorry, ich habe es nicht geschafft, sie ganz zu lesen, aber ist in eurer Klage die Möglichkeit einer Volksbefragung angesprochen worden? Und seht ihr Hoffnung, dass hier unter Umständen noch eine Volksbefragung, schließlich ist das ja von einigen, selbst von ehemaligen Finanzminister Steinbrück mittlerweile angesprochen worden, seht ihr die Chance, dass es noch eine Volksbefragung zum ESM geben könnte? Ja, also wir machen geltend, es reicht nicht, jetzt hier zum ESM und Fiskalpakt eine Volksbefragung zu machen. Das wäre natürlich an sich nicht so gefährlich, wie wenn man gleichzeitig sagt, in die Volksabstimmung packen wir auch noch rein, ob wir Souveränität abgeben. Die Volksbefragung kann aber nur zusätzlich sein. Hier dürfen wir Demokratie nicht gegen Rechtsstaatlichkeit ausspielen. Als zusätzliche Sicherung, nachdem man es dem Parlament vorgelegt hat, dass dann auch noch das Volk zustimmen kann. Aber eine Volksabstimmung, wo es um die Frage der Zustimmung zu völkerrechtlichen Verträgen geht, das ist keine Rechtfertigung dafür, dann wegzuschauen, wenn dann das Grundgesetz verletzt wird oder universelle Menschenrechte verletzt werden, das kann nur zusätzlich sein. Und es ist auch erforderlich. Was wir geltend machen, ist, wir machen geltend bei ESM, da überschreitende Kompetenzen der EU, und die Abgeordneten kriegen auch nicht mit, was im ESM wirklich dafür Gefahren drinstehen. Die sind völlig überfordert, deswegen bei Verträgen außerhalb des EU-Rechts, die aber einen strengen engen Bezug zum EU-Recht haben, wie ESM, EFSF-Rahmenvertrag und Fiskalpakt, Volksabstimmung. Die kleine Vertragsänderung kommt so her, als ob es eine kleine Änderung wäre, in Wirklichkeit eine riesen Blankettermächtigung für immer neue Mechanismen und IWF-artige Stränge, ja, für eine Art zur Einladung zur Willkür, zur Zerstörung alles Sozialen. Und das wird uns verkauft als kleine Vertragsänderung. Deswegen, da braucht es als zusätzliche Sicherheit Volksabstimmung. Aber zusätzlich, nachdem das Volk entschieden hat, muss trotzdem Verfassungsklage noch möglich sein. Nicht, um Verfassungskläger aushebeln zu können und ein völlig uninformiertes Volk entscheiden zu lassen. Und die Gefahr sehe ich bei Leuten, die nur Volksabstimmung wollen. Ich muss sagen, Herrn Steinbrück spreche ich ein Stück weit, auch wenn ich ihn früher für bodenständig gehalten habe, mein Misstrauen aus, weil er war 2011 auf der Bilderberg-Konferenz. Und auf dieser Bilderberg-Konferenz sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit am einige der Hauptakteure, wie Herr von Rompuy, wie mehrere EU-Kommissare, wie Herr Juncker, mehrere Finanzminister, unter anderem damals den damaligen von Griechenland, Italien, heutigen damaligen von England, die haben Dinge mit zum Euro und zum innovativen Umgang mit Staatsschulden ganz offiziell besprochen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss der anderen Regierung, Vertreter der anderen Regierung. Und Herr Steinbrück war dort eingeladen mit einem Spiegel, Interview hat er eben sich auch in diesem Sinne geäußert für diese ganzen Mechanismen. Und jetzt ist er für Volksabstimmung. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil der Leute, die für Volksabstimmungen sind, meinen, sie könnten damit, wenn wir das Volk zustimmen, müsste man bestimmte Klagen nicht mehr behandeln. Das darf nur zusätzlich sein. Aber es wird gebraucht. Gilt das auch jetzt für Trittin und die Grünen, dass die durch seine Einladung zu Bilderberg suspekt geworden sind? Und ich meine, es gab ja, glaube ich, nur einen einzelnen Abgeordneten bei den Grünen, der gegen ESM gestimmt hat, nämlich Ströbele. Dieses Jahr Bilderberg ist die Frage, um welche Themen es ging. Bei Steinbrück hatten wir das Glück, dass alternative Internetmedien da waren, ihn gefilmt haben, wo er da war. Und dass wir zufällig einen Spiegel lesen, wo Steinbrück sich dann genau äußert im Sinne dieser Mechanismen wie ESM. Solchen Treffer hat man selten. Und es ist ja auch gut so. Er macht ja wenigstens transparent. Er trifft ja da nicht Entscheidungen als Minister. Stellt ja wenigstens Dinge zur Debatte. Ist ja transparenter als andere. Aber trotzdem traue ich ihm nicht, weil er da gewesen ist, wo eben bestimmte Banker sind, wie
Ackermann, der im Vorbereitungskomitee ist, mit aussucht, welche Politiker werden eingeladen. Goldman Sachs ist dort auch ständig bei. Goldman Sachs ist einer der zentralen Lobbyisten da drin. Der Papademos, ehemaliger Regierungschef von Griechenland, kam von Goldman Sachs. Mario Draghi, Chef der EZB, Mario Monti, jetziger Regierungschef von Italien, sind Leute, die diese Mechanismen durchhaben wollen und die wollen Volksabstimmung. Ich habe die Befürchtung, dass es darum geht, das Volk schnell entscheiden zu lassen, bevor es überhaupt weiß, was los ist. Das ist meine Befürchtung dabei. Deswegen dürfen Volksentscheide dann nur zusätzlich sein. Und wenn wir ein neues Grundgesetz wollen, das haben wir auch im Antrag auf einstweilige Anordnung unserer Klage, kein neues Grundgesetz machen, bevor über die vorliegenden Klagen ordentlich entschieden ist. Gerade weil ich das Gefühl habe, die wollen sich an Dingen wie IWF-artiger Stränge, wie was sie alles privatisieren wollen, bis hin zu Behörden, die wollen sich davor drücken. Zumindest manche Leute wollen sich davor drücken. Wir sind insoweit auf der Linie vom Papier, Professor Papier, ehemaliger Präsident vom Verfassungsgericht, dass er sagt eben, dass man über Volksentscheide auch nicht mehr machen kann auf der jeweiligen Ebene, als die Politiker auch machen können. Also ich glaube, er meint, mit einem Volksentscheid über die Zustimmung zu einem bestimmten Vertrag kann man nicht umdeuten in einen Volksentscheid zur Änderung des Grundgesetzes. Ich glaube, wenn ich das noch einwerfen darf, Volksentscheide sollen einfach nur eine breite Menge an Zustimmung herstellen. Ja, dass man, wenn es um existenzielle Fragen geht, und wie gesagt, dieser Begriff existenziell, der wird ja nun unabhängig von politischer Couleur in allen Parteien verwendet. Deswegen denke ich mal, wird wohl was dran sein und wir spüren es ja auch, dass bei solchen Fragen eben eine breite Menge auch gefragt wird, damit man sich sicher sein kann, dass man hier auch im Sinne des Volkes spricht. Ich möchte noch was Wichtiges sagen zu Volksentscheiden. Wir haben auch in Unterlagen vom Parlamentarischen Rat geguckt. Der Verein Mehr Demokratie setzt es auch so weit hinten an, weil er seit Jahren die Auffassung hat, im Grundgesetz ist nicht genau geregelt, wie man solche Volksentscheide macht. Und unbedingt vorgeschrieben ist es nur bei Bundesländerneugliederung oder wenn man ein neues Grundgesetz macht. Und wir haben einen anderen Ansatz. Wir haben uns angeschaut, gegen Ende des Parlamentarischen Rats hat der Dr. von Brentano dort einen Antrag gemacht, das Wort Abstimmung aus Artikel 20 Absatz 2 rauszuwerfen, damit man nur noch den Artikel 29 und 146 hat, wo es ausdrücklich vorgeschrieben ist. Aber man hat es drin gelassen. Mit breiter Mehrheit wollte man es drin lassen. Deshalb ist unsere Auffassung, man hat sich im Parlamentarischen Rat gesagt, für die beiden Dinge muss man es haben, wenn man ein neues Grundgesetz macht, oder wenn man Bundesländer neu gliedert, aber für andere Dinge wollte man sich offen halten. Man war sich nur nicht einig, man musste das Grundgesetz schnell fertig kriegen und hatte dann wollte es dem einfach gesetzlichen Gesetzgeber überlassen. Und deswegen machen wir geltend, was meinten denn bestimmte Abgeordnete, wie viel Volksentscheide will man denn haben? Und daran Abschnitt 13.1 unserer Verfassungsklage, wie viel wollte der Herr Menzel von der SPD? Der wollte für jedes Gesetz ein Referendum zum Beispiel. Und da haben wir gesagt, da sind wir ja noch milde. Wir wollen machen das nur geltend hier, wo die Parlamentarier offensichtlich überfordert sind, dass man da das Verfassungsgericht seinen Spielraum ausschöpfen soll und dafür verurteilen soll, die Regierung, Parlament, dass sie entsprechend da Volksentscheide machen müssen. Die Referenden, also wegen der Kompetenzüberschreitung und weil sie völlig überfordert sind, das zu begreifen, was in diesen Texten, was damit alles gemacht wird. Ja, ich habe nochmal zwei Fragen, und zwar eine also zu der Härte der Auflagen. Ich stimme dir zu, die Auflagen, die der IWF macht, die sind in der Regel sehr hart. Ob die jetzt wirklich im Vergleich zu anderen Ländern in der EU, Griechenland nun besonders hart getroffen ist, wenn man sich die Sozialsysteme anderer Länder anguckt, gibt es da auch erhebliche Zuzahlungen, die geleistet werden müssen. Ich kenne mich damit nicht ganz genau aus, ob in Griechenland entsprechende Zuzahlungen geleistet werden müssen. Das mag ich nicht zu beurteilen, aber ich stimme sozusagen der Grundsatzaussage zu, die Auflagen des IWF sind normalerweise ziemlich hart. Und insofern ist das, finde ich das auch interessant, über diesen Weg verfassungsrechtlich zu argumentieren. Ich glaube aber, das wird scheitern. Und zwar aus folgendem Grund. Am Freitag von Herrn Dr. Heidfeld gelernt, dass der ESM und der Fiskalpakt ja völkerrechtliche Verträge sind. Völkerrechtliche Verträge heißt automatisch, es gibt keine direkte
Wirkung für Deutschland, sondern das muss jeweils dann erst in Deutschland umgesetzt werden. Das ist anders, wenn das innerhalb des EU-Rahmens Beschlüsse gefasst werden, dann können die in Deutschland unmittelbar Wirkung entfalten und deutschen Gerichten unmittelbar durchgesetzt werden. Deswegen ist meine Vermutung, das Verfassungsgericht wird an der Stelle sagen, also damit beschäftigen wir uns frühestens dann, wenn tatsächlich solche Auflagen für Deutschland diskutiert werden. Meine zweite Frage bezieht sich auf die Collective Action Clauses, die du am Anfang schon kritisiert hast. Da habe ich einfach deine Kritik noch nicht so richtig verstanden. Meiner Meinung nach dienen diese Collective Action Clauses insbesondere dazu, den Finanzsektor bei Staatspleiten leichter beteiligen zu können. Denn diese Collective Action Clauses sehen vor, dass es genügt, wenn ein Teil der Gläubiger des Staates einer Umschuldung zustimmt. Und da verstehe ich jetzt irgendwie deine Kritik daran nicht. Möchtest du nicht, dass der Bankensektor bzw. die Inhaber von Staatspapieren an der Umschuldung beteiligt werden? Ja, also erstmal gegen was man klagen kann. Man kann in Deutschland gegen deutsche Rechtsakte klagen. Das sind zum Beispiel Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen Verträgen. Und was im EU-rechtlichen Raum oder sonst im völkerrechtlichen Raum passiert, alle völkerrechtlichen Rechtsakte, kann man in Deutschland nicht dagegen klagen. Man kann aber wiederum klagen, wenn infolge dieser völkerrechtlichen Rechtsakte dann in Deutschland irgendwelche Rechtsakte passieren. Nur dann wird man vermutlich alle Instanzen durchgehen müssen. Steht sich also erheblich schlechter, als wenn man jetzt schon sagt, Moment mal, dieser Fiskalpakt, dieser ESM, der würde das alles ermöglichen und das darf gar nicht so geschaffen werden. Und man kann durchaus so eine Prognose machen, dass man nicht direkt gegen völkerrechtliche Verträge klagen kann. Findet man Randnummer 116 von dem Urteil 7.9.2011 zu EFSF und Griechenlandhilfe und 7.9.2011 und in Randnummer 106 Maastricht-Urteil. Was das Verfassungsgericht ganz klar gesagt hat, ist eben, man kann eben klar gegen Zustimmungsgesetze, völkerrechtlichen Verträgen klagen und wenn dann in Folge eben von EU-rechtlichen Rechtsakten in Deutschland dann bestimmte Rechtsakte sind. Was wir zusätzlich geltend machen ist, das Verfassungsgericht, die wollen jetzt hier Rechtsgrundlagen nachschieben. Die haben nämlich schon bestimmte Dinge gemacht, die sie nicht hätten machen dürfen, ohne dass sie diese kleine Vertragsänderung als Rechtsgrundlage haben. Diese kleine Vertragsänderung, die soll denen erlauben, dass man Dinge, was eigentlich nur die EU selber machen darf, eben zum Euro zum Beispiel, dass man das außerhalb des EU-rechtlichen Raums macht, wo eben nicht alle 27 Staaten mit dabei sein müssen, wie eben EFSF-Rahmenvertrag oder ESM. Und EFSF hat man ja schon gemacht, mit zweiter Stufe vom Euro-Rettungsschirm außerhalb des EU-rechtlichen Raums. Und die ganzen EU-Verordnungen, die man gemacht hat für die Wirtschaftsregierung, nämlich Verschärfung, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichtsverfahren, haushaltsmäßige Überwachung, davon sind Verschärfung, Stabilitäts- und Wachstumspakt und Ungleichgewichtsverfahren gemacht worden über die Ermächtigung in den grundlegenden Verträgen der EU hinaus. Und jetzt macht man die kleine Vertragsänderung, um eine Gummivorschrift nachzuschieben. Völkerrechtliche Rückwirkungen will man da verdeckt machen, obwohl das nach Wiener Vertragsrechtskonvention verboten oder ungültig ist, wenn man völkerrechtlich rückwirkend macht. Und diese Dinge stellen wir dar. Wir machen geltend, wenn man Rechtsgrundlagen nachschiebt und bestimmte Dinge offensichtlich über die Kompetenzen hinaus gemacht worden sind, die jetzt an diese nachgeschobenen Rechtsgrundlagen anknüpfen, dass man dann auch das mitbeurteilen kann, insoweit, wie sie die Kompetenzen überschritten haben. Das war jetzt, gegen was wir klagen. Das andere mit der Beteiligung der Gläubiger. Es sind Mehrheitsbeschlüsse, die da gemacht werden, dass auch Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Aber die Merkmale des künftigen Mechanismus 24.25.3.2011, das ist so angelegt, auch nur teilweise Verzicht auf die Hauptforderung, sollen praktisch nur das letzte Mittel sein. Man versucht also, möglichst viel vorher an Konditionen den Staaten aufzuerlegen. Und ich finde es eben ein Skandal, dass die privaten Gläubiger, die nicht gewählt sind, politische Bedingungen machen können. Ohne diese Mechanismen würde der Staat irgendwann eben nicht mehr zahlen können, würde normalerweise eben nicht seine Sozialversicherung da mit reinpacken. Und dann würden die Kompromisslinie deutlicher mehr zugunsten der Einwohner der Staaten sein und nicht einseitig zugunsten der Gläubiger. Die Einbeziehung der Gläubiger ist nicht nur gemeint, dass sie Mehrheitsentscheidungen, die Gläubiger eben auch auf Geld verzichten,
dass man überhaupt zu Entscheidungen kommt, sondern eben, dass sie politische Auflagen machen können. Im Gegenzug dazu. Im Gegenzug dazu. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht demokratisch, nicht rechtsstaatlich. Ich habe da noch eine Nachfrage. In den Collective Action Clauses steht drin, dass die privaten Gläubiger politische Auflagen machen können? Die privaten Gläubiger, die verhandeln die Konditionen mit dem Schuldnerland. Und das hat man jetzt konkret eingebaut in das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes. Und die kollektiven Aktionsklauseln, da gibt es Musterklauseln, die sind bis heute nicht veröffentlicht worden. Ich berufe mich da auf das, was man in diesem einbauen wollte in den ESM, was in der Entwurfsfassung drin war, dass die privaten Gläubiger eben den Staaten Auflagen machen können. In der Entwurfsfassung von Artikel 12 ESM-Vertrag. Jetzt soll es so aussehen, als hätte man es rausgenommen. Und da findet man es in anderen Formulierungen jetzt im Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes wieder. Das Verbindungsstück praktisch dazu. Wie sehen die Muster der kollektiven Aktionsklauseln aus? Wäre sehr aufschlussreich, aber das ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Ich habe es nirgendwo im Internet gefunden. Und Wiener Initiative funktioniert so, dass die großen privaten Gläubiger Auflagen machen. Also Geld. Und also, das Staateninsolvenzverfahren ist so, dass die Gläubiger insgesamt privaten Gläubiger Auflagen machen. Also bei der Wiener Initiative ist es so, dass also private Gläubiger auf Geldforderungen verzichten, aber dafür politische Auflagen machen dürfen. Ich hätte da mal eine Frage, wer macht denn diese umfangreichen Verträge überhaupt? Ist da irgendjemand, der da zeichnet und sagt, er hat den Entwurf gemacht? Wer ist dafür verantwortlich für diese Papiere? Das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir nur zum Teil nachverfolgt. Bei dem Gipfel, wo die kleine Vertragsänderung gemacht wurde, da hat der Chef des Europäischen Rats, der Präsident des Europäischen Rats, Herman von Rompuy, den Text vorgestellt. Aber wer es entworfen hat, wissen wir auch nicht. Es gibt ein Urteil vom Verfassungsgericht vom 19.06. diesen Jahres, wo die Grünen erfolgreich mehr Transparenz eingeklagt haben, dass sie frühzeitiger informiert werden müssen zum ESM. Da ist der Ablauf doch noch umfangreicher dargestellt. Wer die Entwurfsfassung vom ESM-Vertrag gemacht hat, da steht da meines Erachtens auch mit drin. Aber ich habe es jetzt nicht präsent. Kleine Vertragsänderung hat Herman von Rompuy dem Europäischen Rat vorgelegt, das weiß ich. Von wem ging denn jetzt die erste Initiative für den jetzigen ESM-Vertrag aus? Gibt es da irgendwie Klarheit drüber? Wer hat das angeregt? Schäuble oder wer? Das ist eine gute Frage. Das mit der kleinen Vertragsänderung, das ist ja im Dezember 2010 gekommen und im Oktober war das. Oktober 2010 hat man schon angedacht, noch sowas zu machen. Eine weitere Stufe vom Euro-Rettungsschirm, aber ich weiß nicht, von wem die Initiative kam. Deutschland hat sich relativ stark auch da mit Ideen und Vorschlägen eingebracht. Aber von wem was genau stammt, bin ich überfragt. Zu den Änderungen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt gab es eine Auftragsstudie, die also die Kommission in Gang gesetzt hat im Mai 2010. Da war der Artikel 136 schon drin. Also dieser Artikel 136 Absatz 3, der angeblich nur für den ESM nötig ist, damit der ESM mit dem EU-Recht vereinbar ist, der ist nachweislich auch für die Wirtschaftsregierung gedacht, findet man unter anderem eben in einer Studie vom WIFO-Institut. WIFO-Institut hat zumindest für die Wirtschaftsregierung, für die Verschärfung vom Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Einführung des Ungleichgewichtsverfahrens der Kommission zugearbeitet. Da würde ich gerne auch noch was erzählen zur Wirtschaftsregierung, was das beinhaltet. Also Wirtschaftsregierung, da geht es darum, dass die Kommission immer Auflagen machen kann. Und das ist jetzt nicht für die Staaten mit akuten Finanzproblemen, sondern für Staaten, die der Stabilitäts- und Wachstumspakt, was es ja schon länger gibt als Teil dessen, worauf man jetzt die Wirtschaftsregierung stützen will. Dieser Stabilitäts- und Wachstumspakt, da kommen Staaten ins Defizitverfahren, wenn sie im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung eines Jahres, mehr als 3% Neuverschuldung haben. Und mit der Verschärfung ist es schon so, dass sie in dieses Verfahren kommen, auch wenn sie mehr als 0,5% Neuverschuldung haben oder mehr als 60% Gesamtverschuldung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung eines Jahres. Und in diesem Defizitverfahren kriegen die dann Auflagen, irgendwelche. Die müssen noch nicht mal mit Sparen zu tun haben, haben sie meistens. Aber die EU-Kommission hat auch schon mal Auflagen zu Gentechnikanbau in Griechen untergejubelt als Beispiel. Und wenn die Staaten die nicht erfüllen, dann müssen die Bußgelder zahlen. Und die Bußgelder, die gehen jetzt an EFSF oder wenn es den ESM gibt,
an den ESM. Da gibt es dann eine umgekehrte Abstimmung für die Frage, ob die Staaten Bußgelder zahlen müssen. Die Kommission macht einen Vorschlag, wenn die sagt, unsere Auflagen sind nicht erfüllt worden, wenn nicht die Staaten in 10 Tagen im Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit dagegen stimmen, dann werden diese Bußgelder verhängt. Nur bei der Frage, welche Auflagen sollen es denn sein, da ist dann der Ministerrat immer, der noch auch in Ruhe darüber entscheiden kann. Und dann gibt es das Ungleichgewichtsverfahren. Das ist für die Staaten, die weder zu viel neue noch Gesamtverschuldung haben, noch akute Finanzprobleme haben. Man nimmt wirtschaftliche Ungleichgewichte. Hat man uns ja immer so verkauft, damit das nicht mehr so ein krasser Gegensatz ist. Die einen exportieren zu viel, die anderen importieren zu viel. Es geht aber nur um Aufhänger zu haben, die Staaten ins Ungleichgewichtsverfahren zu kriegen. Und da soll die Kommission dann, das findet man in den Erwägungsgründen der Verordnung, die die Kommission für das Ungleichgewichtsverfahren, dass die Kommission da die Macht haben soll, Auflagen zu machen zu allen Fragen der Lohn-, der Finanz- und der Wirtschaftspolitik und dass sie die Macht haben soll, bei Staaten, die nicht wettbewerbsfähig sind, durchzusetzen, dass nicht handelbare Güter handelbar werden. Güter handelbar machen heißt praktisch, gegenüber dem Weltmarkt zu öffnen. Das ist sowas, gerade so blankettartig Dinge privatisieren und für den Weltmarkt öffnen. Auch wenn es nur in Erwägungsgründen ist. Die wollen auch an die Daseinsvorsorge dran, die wollen auch an einen Teil der Behörden dran, dass sie den Weltmarkt öffnen. Der Lissabon-Vertrag hat da schon einige Vorschriften eingebaut und hier hat man jetzt was Praktisches, dass man die Ungleichgewichte zum Aufhänger nimmt. Dann gibt es noch 2 Verordnungen zur haushaltsmäßigen Überwachung, auch als Teil der Wirtschaftsregierung. Eine ist dafür da, dass die EU-Kommission in die Haushaltsentwürfe der Mitgliedstaaten eingreifen kann oder auch ganze Haushaltsentwürfe umgehen lassen kann und der Staatsregierung sagen soll, sie soll nochmal machen. Sie kann sanktionsbewährte Meinungen veröffentlichen, ohne dass der Ministerrat zustimmen muss. Und wer die Meinung nicht erfüllt, kommt ins Defizitverfahren. Dann gibt es eine 2. EU-Verordnung zur haushaltsmäßigen Überwachung. Die stellt sicher, dass die Auflagen bei Stabilitäts- und Wachstumspakt und bei Ungleichgewichtsverfahren auch so streng sein sollen wie beim IWF. Da steht auch strenge Auflagen in den Erwägungsgründen. Und die stellt sicher, dass man bestimmte EU-Fördermittel kürzen kann, wenn die Auflagen nicht erfüllt werden, zusätzlich zu den Bußgeldern. Nämlich 2. Säule der Agrarmittel, Kohäsionsmittel für die armen Regionen, Strukturmittel für die ländlichen Regionen, Fischereimittel und EU-Sozialfonds. Jetzt als Überblick, was ist mit EU-Wirtschaftsregierung gemeint? Alles über EU-Verordnungen, die so in den grundlegenden Verträgen der EU bisher keine Rechtsgrundlage haben. Dafür will man auch alles anknüpfen lassen an die kleine Vertragsänderung, beziehungsweise was die Verordnung für die Wirtschaftsregierung angeht, auch an den Fiskalpakt. Nur dass da die komische Konstruktion ist, der Fiskalpakt ist, weil nicht alle 27 Länder den beschließen, kein grundlegender Vertrag der EU. Und nur grundlegende Verträge der EU, wie AEU-Vertrag und EU-Vertrag, können überhaupt eine rechtmäßige Grundlage sein für Dinge, die im EU-rechtlichen Raum passieren, wie EU-Verordnung. Das sind ohne Ende Umgehungssachen, die man da macht, gegenüber Verfassung und EU. Also kann es bedeuten, wenn zum Beispiel Agrarförderungen in europäischen Ländern dann gekürzt oder ganz abgeschafft werden, dass wir dann ein großes Bauernsterben haben und von mir aus Konzerne dann reingehen und diese Bauern sozusagen aufkaufen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, dass das ein Teil ist, was man damit beabsichtigt. Es ist die zweitwichtigste Säule. Es ist nicht die Garantiesäule, sondern die R-Säule. Da geht es darum, um besonders hochwertige Nahrungsmittel oder extensive Bewirtschaftung. Da wären wahrscheinlich Biobauern stärker betroffen als andere Landwirte, die mehr Massenproduktion machen. Die Mittel können ausgesetzt werden, gekürzt werden, gestrichen werden und die würden dann dadurch getroffen, wenn der betreffende Mitgliedstaat Auflagen aus diesem Mechanismus nicht erfüllt. Also im Prinzip wird der Privatisierung weiter Teile damit Tür und Tor geöffnet. Weil man dieses zusätzliche Druckmittel hat. Es gibt noch eine EU-Verordnung, wo der Bundesrat am 15. Juni darüber debattiert hat. Bundestag und Bundesrat können ja auch bei EU-rechtlichen Akten, auch wenn sie da nicht mit abstimmen können, also bei Dingen, die innerhalb des EU-Rechts passieren, wie EU-Verordnung, deshalb stattdessen das Europaparlament zu berufen, werden sie zumindest angehört, können mitwirken, ihre Meinung dazu sagen. Und da gibt es eine EU-Verordnung 2011-0276, die will diese Instrumentalisierung zusätzlich erlauben, auch wenn die Auflagen von diesen Mechanismen mit den Nothilfekrediten wie ESM, wie EFSM oder dem Mechanismus, wo die Rumänen und die Letten ihr Geld geliehen bekommen haben, wenn da nicht alles erfüllt wird, dass man auch an diese gleichen Fördermittel dann kürzen kann und die Kürzung sogar bestehen lassen kann, wenn der Grund für die Kürzung weggefallen ist.
Also Privatisierung war jetzt an der Stelle falsch, sondern ich wollte jetzt eigentlich eher sagen, dass dadurch der Mittelstand extrem gefährdet wird und das wieder zugunsten der Konzerne, die dann reingehen, sozusagen diese ganze Mechanik funktioniert. Ja, und diese Wirtschaftsregierung, das zeigt vor allem auch, man will eben bestimmte Auflagen machen, man will bestimmte Dinge durchsetzen können, auch gegenüber den Staaten, die kein akutes Liquiditätsproblem haben. Mir fällt ein, ich habe noch einen Beweis, dass es um Banken geht. Es gibt ja die strengeren Eigenkapitalvorschriften für Banken. Und in dem Zusammenhang gibt es bei ESM, aber auch der Vorgänger EFSF, zweite Stufe vom Euro-Rettung, schon die Möglichkeit, dass Staaten sich Geld leihen zur Bankenrekapitalisierung. Also sie selber leihen sich Geld, aber verschenken das weiter an Banken. Sonst wäre es ja kein Eigenkapital für die Banken. Und das ist ja offensichtlich zulasten des Staatshaushalts, treibt den Staat eher finanziellen Ruin und ist dafür da, Banken reicher zu machen. Und es ist vor allem zugunsten von Großbanken, wie das Beispiel wieder Griechenlands zeigt, Drucksache 17.8731, da machen die Griechen konkret die Auflage, dass sie das so machen, Banken, die glaubwürdigen Plan machen, dass sie diese Eigenkapitalziele erreichen können. Diese Banken, die sollen solche Hilfen bekommen. Aber die Banken, wo man meint, das ist nicht realistisch, die sollen dann eher abgewickelt werden. Selbst wenn die Banken keine akuten Zahlungsprobleme haben. Ganz stark in Richtung Förderung von Großbanken und kleine Banken abwickeln. Ich sehe im Augenblick nicht, dass wir uns so ganz klar an unser Protokoll halten, was wir vorgefertigt haben im PET. Aber ich denke mal, die Diskussion ist schon etwas allgemeiner. Deswegen habe ich noch eine Frage, die mir auf den Zähnen brennt. Und zwar ist ja ein Tag vor der Abstimmung über den ESM auch etwas beschlossen worden von den Regierungschefs, was eine erhebliche Auswirkung hat, nämlich dass quasi direkte Bankhilfen geleistet werden und nicht an die Regierung gezahlt wird. Ist das in der Klage von euch auch mit enthalten und mit erwähnt worden? Und wie seht ihr diesen Beschluss? Also ich verweise nur auf ein Zitat von Professor Sinn, der sicherlich umstritten ist, aber hat er recht, wenn er sagt, dass Deutschland damit quasi eine ökonomische Gewährträgerhaftung hat für die maroden Banken Südeuropas? Erstmal möchte ich sagen, so wie ich Frau Merkel also verstanden habe, was man also Spanien also da gewährleistet hat, in dem Sinne so, wie Volker das gerade beschrieben hat. Da ist Frau Merkel auch ein Stück weit falsch verstanden worden. Spanien kriegt Geld zu Konditionen, die sie also den Banken weiterreichen. Und Auflagen bekommt Spanien aber nur über das Defizitverfahren. Ich habe es so verstanden, dass das ist, was es bei EFSF und bei ESM gibt, dass die Staaten sich Geld leihen und das an die Banken weiter verschenken sozusagen, dass nur der Zahlungsweg dann abgekürzt worden ist. Wenn das sowieso 1:1 in voller Höhe bestimmtes Darlehen, was der Staat kriegt, an die Bank weiter verschenkt werden soll, kann man es auch direkt der Bank überweisen. Und das mit den Auflagen, die nicht so hart sein sollen, da war, glaube ich, die Begründung, dass Spanien schon so harte Auflagen hat aus seinem Defizitverfahren im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, dass man sagt, man setzt jetzt über EFSF durch, dass diese Auflagen jetzt erfüllt werden, die davon noch nicht erfüllt worden sind. Und es ist ja kein Darlehen, was Spanien direkt zugutekommt. Also gibt es beim ESM zumindest die Möglichkeit, dass man die Auflagen, wenn es eben nicht in erster Linie dem Staat zugutekommt, dass man die Auflagen milder macht, wenn es eben zugunsten der Bankenrekapitalisierung ist. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass dann die Auflagen vielleicht nicht so hart sind wie beim IWF. Ich hatte es so verstanden, dass die nicht mehr die Staaten haften, sondern dass sozusagen die Problematik ist, dass die Banken direkt mit ihren Schulden untergehen können, ohne dass wir dann irgend noch eine Handhabe haben. Wir haben am 29. die Presseansprache also von Frau Merkel im Phoenix gesehen und das hat eher nach dem geklungen, was wir gesagt haben. In unsere Klage haben wir es natürlich nicht mehr eingebaut. Das haben wir in der Zeit nicht geschafft. Wir befanden uns zu dem Zeitpunkt schon in Karlsruhe und haben abgewartet. Wir konnten das, was auf dem Gipfel geschah, in die Klage nicht mehr in den Text mit einbauen. Aber wir werden es überraschen lassen. Wir deuten es so. Wir müssen dann sehen, welche Auflagen kriegt Spanien tatsächlich.
Das dürfte ja irgendwo im Text unter Memorandum of Understanding stehen. Und das vergleichen mit den Auflagen, die Spanien aus dem Defizitverfahren bekommen hat. Sind da zusätzliche Auflagen, sind die vergleichbar streng wie Griechenland? Das haben wir in der Zeit noch nicht untersuchen können. Okay, danke. Ich wollte Markus recht geben, wir sind ein bisschen kreuz und quer durch unser Pad gegangen. Entschuldigung dafür, aber ist nun mal so, bevor wir jetzt zum dritten Teil gehen und den vielleicht mal richtig Frage für Frage abarbeiten, möchte ich dem Robert nochmal Gelegenheit geben für eine Zwischenfrage. Also eine Anmerkung, vielleicht fange ich damit an. Also es wurde gerade eben gesagt, dass also die Zwangsrekapitalisierung von Banken bedeuten würde, dass den Banken das Geld geschenkt würde. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wenn der Staat Eigenkapital an den Banken erwirbt, erwirbt er damit Eigentum an den Banken. Und damit ist das Geld nicht den Banken geschenkt, sondern der Staat hat dann Aktien, Anteile an den Banken, die er auch irgendwann wieder verkaufen kann. Es ist natürlich die Frage, ob er die hinterher wieder mit Gewinn verkaufen kann oder ob er dabei Verlust macht. Relativ wahrscheinlich ist, dass Verlust gemacht wird, aber es stimmt nicht, dass sozusagen in der vollen Höhe, in der eine Zwangsrekapitalisierung stattfinden würde, die Banken Geld geschenkt kriegen würden. Dann würde mich interessieren, was ist eigentlich die Wiener Initiative und welche politischen Bedingungen wurden da ausgehandelt? Was ist das eigentlich? Und dann habe ich drittens die Collective Action Clauses. Ich habe das vorhin links einmal den Link zu diesen Collective Action Clauses gepostet. Ich weiß nicht, ob die Musterbedingungen zugänglich sind. Jedenfalls sind die deutschen Bedingungen zugänglich für diese Collective Action Clauses. Auf Deutsch heißen die Umschuldungsklauseln. Das sind nur 4,5 Seiten, da kann man mal schnell drüber gucken. Und also ich habe das gerade geprüft. Da steht nichts davon drin, dass die privaten Gläubiger irgendwelche politischen Bedingungen stellen könnten. Im Gegenteil ist genau aufgeführt, was alles für Umschuldungsmaßnahmen auf der Gläubigerversammlung beschlossen werden können. Also die Frage ist einerseits, bin ich da einem Irrtum aufgesessen oder wo kommt das her, dass angeblich die privaten Gläubiger nun politische Bedingungen stellen können? Das wäre da die Frage. Also was wir zur Wiener Initiative gefunden haben, das ist zum Beispiel im österreichischen Zeitungsbericht, war das glaube ich, eine Verschuldungskrise von Balkanstaaten, dass österreichische Banken informell auf den IWF zugegangen sind und dem IWF ihre Wünsche geäußert haben, was sollte man den Schuldnerstaaten noch für politische Bedingungen machen. Und hier ist es so bei dem ESM, dass eben das nicht über den IWF läuft, sondern dass die großen privaten Gläubiger dann selber mit den Staaten erstmal verhandeln vorab, bevor es dann um die Versammlung insgesamt der privaten Gläubiger geht, unter welchen Konditionen halten Sie Ihr bisheriges Engagement aufrecht, dass Sie nicht direkt Ihre Kreditforderung fällig stellen. Das andere, die Musterkollektiven Aktionsklauseln, wäre toll, wenn ich die mal lesen könnte. Ich habe immer unter kollektiven Aktionsklauseln gesucht. Musterkollektive Aktionsklauseln habe ich nicht zu Gesicht bekommen. Ich kenne nur das Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes. Und da gibt es zum Beispiel ein Paragraphen 4b, worüber die Gläubiger alles Mehrheitsbeschlüsse machen können. Da fällt mir schon mal auf, dass da steht, die Gläubiger können insbesondere folgende Umschuldungsmaßnahmen beschließen. Also ist nicht abschließend die Aufzählung. Dann steht im Paragraph 4b vom Bundesschuldenwesengesetz, was Sie einbauen wollen, dass die Gläubiger beschließen können, die Änderung des anwendbaren Rechts, sofern die Schuldverschreibung nicht dem deutschen Recht unterliegen, und auch die Änderung des Gerichtsstands, sofern in den Emissionsbedingungen ein ausländischer Gerichtsstand vereinbart wurde. Und das sind schon ziemlich weitreichende Dinge, wo die Gläubiger Auflagen machen können. Und ich sehe das aus der Geschichte praktisch, was Wiener Initiative ist. Und eben, dass da steht, insbesondere, wenn die so Sachen fordern können, dass der Gerichtsstand verschoben wird irgendwo über den Globus, welche Gerichte, welchen Landes zuständig sind und des anwendbaren Rechts, das muss zumindest klärungsbedürftig, haben wir recht, dass damit auch nicht nur für die Auslegung des ESM-Vertrags und dieser Staatsschuldverschreibung, sondern auch für den Prüfungsmaßstab, den verfassungsrechtlichen, das verschoben wird. Wenn das so weit gehen kann, dann ist in dem Wort mit dem insbesondere bei Mehrheitsbeschlüssen der Gläubiger auch drin, dass sie auch andere politische Auflagen machen können.
Okay, also da muss man nochmal genau lesen, nicht? Also erstens, stimmt das, dass da nun insbesondere steht, aber es sind Umschuldungsmaßnahmen, alles Umschuldungsmaßnahmen und da steht nichts von politischen Bedingungen in keiner dieser Punkte. Und durch das insbesondere glaube ich nicht, dass auf einmal politische Bedingungen auf diese Weise durch die Hintertür irgendwie da reinkommen könnten. Dann zu den beiden Punkten, die du jetzt zitiert hast. Die hast du ja völlig richtig zitiert. Aber da muss man eben auch nochmal genau lesen. Da steht also, es kann beschlossen werden, dass anderes Recht angewandt werden soll, sofern die Anleihen nicht unter deutschem Recht imitiert wurden. Das heißt, wenn Deutschland die Bundesschatzanleihen unter deutschem Recht imitiert, kann die Versammlung auch nicht beschließen, dass sie unter anderes Recht fällt. Jetzt muss man vielleicht noch ein bisschen den Hintergrund verstehen, warum das überhaupt wahrscheinlich in dieser Aufzählung ist. Es ist nämlich so, dass Griechenland einen Teil seiner Anleihen nach griechischem Recht begeben hat und einen anderen Teil seiner Anleihen nach englischem Recht. Und nach dem englischen Recht ist die Umschuldung viel leichter als nach dem griechischen Recht. Deswegen hat Griechenland für die meisten der griechischen Anleihen, die nach griechischem Recht begeben waren, beschlossen, das zu ändern, dass sie nach englischem Recht begeben wurden, sodass die Umschuldung und die Beteiligung des privaten Sektors viel leichter wurde. Also es ist praktisch genau das Gegenteil von dem, was du gerade eben geschrieben hast. Dass es leichter ist, Mehrheitsentscheidungen zu treffen und auch wenn nicht alle privaten Gläubiger dafür sind, das sehe ich auch so. Nur, dass die keine politischen Auflagen machen können, da bin ich anderer Auffassung. Wenn ein Staat nicht mehr zahlungsfähig ist und die machen dann Erleichterungen bezüglich Zahlungsbedingungen, die wollen auch dafür eine Gegenleistung haben. Zum Beispiel, Moment mal, Paragraph 4b Nummer 6. Die Gläubiger können mehrheitlich auch beschließen, über die Änderung der Umstände, bei deren Vorliegen die Schuldverschreibung vorzeitig gekündigt werden können. Da findet man auch sowas wie bei der Wiener Initiative mit entsprechender Mehrheit. Wo allerdings das Gesetz der Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes im Vergleich zu dem, wie der ESM sein sollte, es gebremst hat, ist § 4b Absatz 7. Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger bedürfen stets der Zustimmung des Bundes. Also ein Zustimmungsvorbehalt, wenn Deutschland selber vom ESM Geld bekäme, dass dann das, was die privaten Gläubiger für Auflagen machen, ein Zustimmungsvorbehalt des Bundes ist. Aber genau das, befürchten wir, wäre einer der Gegenstände, die der ESM gegenüber Deutschland damit als erstes wegklagen würde, weil das dem, was der ESM will, dann entsprechend Grenzen setzt. Wir wollen es zumindest geklärt haben. Im Gesetz der Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes sind auch Dinge drin, die nicht alle schlecht sind, ein geregeltes Verfahren. Wenn man es so aufbauen würde, dass da ein fairer Kompromiss vorkäme, dann könnte man, da wenn es eine Art faires Vergleichsverfahren ist und eben nicht die Macht der Gläubiger so übermäßig ist, dann könnte man durchaus noch was Vernünftiges draus machen. Okay, also jetzt bleibt nur noch die Befürchtung, dass der ESM das irgendwie umgehen würde, aber also diese Klauseln an sich sind eigentlich völlig in Ordnung, ja. Das muss aber da an der Stelle, scheint mir das sinnvoll festzuhalten zu sein. Dann ist zu der Frage, ob der ESM sozusagen das einklagen kann gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, da ist die Antwort, in aktueller Lage nach Völkerrecht ist das nicht möglich, denn der ESM-Vertrag ist nur ein völkerrechtlicher Vertrag, der hat keinerlei Durchgriffswirkung auf deutsches Recht und ist insofern auch nicht in Deutschland einklagbar. Das ist das, was wir nun von Herrn Dr. Heidfeld am Freitag gelernt haben. Das wäre was anderes, wenn der ESM überführt wird in EU-Recht. Dann wird das in Deutschland auch einklagbar, ist es aber so, wie es im Moment konstruiert ist, nicht möglich. Im ESM-Vertrag steht drin, dass der ESM selber die Mitgliedstaaten verklagen kann. Es wird aber nicht dargelegt, worauf er sie verklagen kann. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass der ESM sie verklagen kann auf entsprechend Inhalte aus dem ESM-Vertrag, wenn die Staaten sich nicht dran halten oder wenn nationale Vorschriften dem entgegenstehen aus Sicht des ESM. Wer soll er sie sonst verklagen? Naja, dabei geht es um internationales Privatrecht, das können Sie einklagen. Also wenn man sich da zu einer Zahlung verpflichtet hat und die Zahlung dann nicht vornimmt, dann kann der ESM dagegen klagen. Aber er kann nicht auf bestimmte Klauseln sozusagen im Vertrag klagen, die dann in Deutschland durchgesetzt werden können. Das geht nicht.
Ich verstehe es umfassender. Ich sehe es nicht ausdrücklich, die Formulierung, dass der ESM die Mitgliedstaaten verklagen kann, sehe ich nicht ausdrücklich auf privatrechtliche Fragen wie eben Kreditvergabe oder dass sie ihre Beiträge zahlen sollen, beschränkt. Ja, da mal an unseren Markus eine Frage. Du bist der Anwalt. Ich habe von Jura relativ wenig Ahnung. Wie viel Spiel haben denn solche Formulierungen in solchen Gesetzestexten? Wie ist da die Deutungshoheit? Ich habe oft so das Gefühl, dass man sich sozusagen drum streitet, was zwischen den Zeilen steht. Also wie weit kann man solche Formulierungen auslegen und inwieweit kann man sagen, der eine deutet so, der andere so? Wie ist da im rechtlichen Sinne die Praxis? Also gibt es da verschiedene Möglichkeiten, Texte unterschiedlich auszulegen? Dann gibt es eigentlich immer so die gleichen Kriterien. Wenn Gesetze entwickelt werden, dann gibt es eine Historie, aus der sich erlesen lässt, welcher Hintergrund dazu geführt hat, bestimmte Vorschriften zu entwickeln, wie sie sind. Da hat man dann Äußerungen von Politikern oder von Rechtsprofessoren, die gefragt wurden. Und dann kann man sozusagen das historisch ableiten, wie etwas gemeint war. Aber auch da kann es zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Und also es ist letztendlich, wenn keine klare Position vorhanden ist, dann ist es der klassische Fall, wo es dann eben vor Gericht geht, um eine Klärung herbeizuführen. Aber im Grunde genommen lässt sich aus der Entwicklung, die zu einem Gesetz oder zu einem Beschluss geführt hat, entnehmen, wie etwas gemeint war. Und wenn jetzt jemand der Auffassung ist, dass quasi die Institution ESM eine Sache falsch auslegt, dann besteht doch keine Möglichkeit, gegen die zu klagen, richtig? Naja, die Gremien des ESM kann man ja quasi bezeichnen wie eine Hyperbank, wie eine unfassbar große Bank, die man nicht verklagen kann und die quasi für ihr gesamtes Handeln nicht verantwortlich gemacht werden kann. Insoweit ist es eine sehr hypothetische Frage. Also in gewisser Weise müsste man jetzt bei dem Disput hier zwischen Robert und Sarah einfach abwarten, was die Geschichte uns schreibt, richtig? Es ist brutal, aber letztendlich sicher. Aber das hat man bei fast allen Gesetzen oder bei fast allen Institutionen, die geschaffen werden, dass eben nicht jeder Fall bis ins Detail geklärt ist und dass dann sozusagen sich eine gewisse Routine ergibt. Aber ich befürchte, dass eben die Klagemöglichkeiten äußerst gering sind und das wusste man auch von vornherein. Und wir wissen es, ESM ist kaum kontrollierbar. Ich möchte dazu noch sagen, der ESM folgt der Praxis des IWF. Das heißt also, wir haben einen Vergleichsmaßstab. Und dieser Vergleichsmaßstab sieht nicht besonders gut aus. Das bezieht sich jetzt natürlich auf darauf, wie streng die Auflagen sein sollen. Ich wollte jetzt noch sagen, die Erfüllung der Auflagen einklagen kann. Das ist auch noch die Frage, ob das möglicherweise auch noch der Fall sein soll. Was hier steht bezüglich Klagerecht des ESM, in Artikel 32 ESM-Vertrag steht Absatz 2, der ESM besitzt volle Rechtspersönlichkeit, er besitzt uneingeschränkte Rechts- und Geschäftsfähigkeit und da kommen da mehrere Punkte, unter anderem Punkt C, Partei in Gerichtsverfahren zu sein. Und in Artikel 32 Absatz 3, also er kann klagen, aber nicht verklagt werden, ist einmal die Frage, was bedeutet die volle Rechtspersönlichkeit? So wie der aufgebaut ist, ist das eine eigene völkerrechtliche Organisation, so wie ein IWF, nur halt für Europa. Deswegen verstehen wir das so, völkerrechtliche Rechtspersönlichkeit. Und deswegen verstehen wir es auch so, dass der ESM unseres Erachtens eben nicht nur auf privatrechtlichen Fragen, wer hat an wen Geld zu zahlen, sondern eben auch hoheitliche Fragen auch darauf klagen kann. Und wie weit das geht, steht im ESM-Vertrag nicht drin. Und deswegen befürchten wir, dass er eben zum Beispiel auch gegen die Dinge, die noch als zusätzliche Sicherheiten eingebaut worden sind, beim Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes zum Beispiel, dass er das dann wegklagen würde. Das muss zumindest geklärt werden. Denn wenn der ESM erstmal in Betrieb ist, dann kann man da nicht mehr rechtzeitig das klären lassen. Das muss jetzt beim Verfahren zum Zustimmungsgesetz geklärt werden.
Ich weiß nicht so genau. Also ich glaube, das ist eine Frage, die muss vor allen Dingen Volker Reusing klären. Ich glaube, ansonsten ist die bereits geklärt. Die UNO kann auch nicht gegen Deutschland klagen, dass irgendwie das UNO-Status in Deutschland irgendwas durchgesetzt werden kann. Insofern hast du da völlig recht. Das ist eine neue internationale Organisation wie die UNO und wie der IWF auch. Die können nicht in Deutschland außer sozusagen auf privatrechtlicher Basis klagen. Ich würde gerne noch was dazu sagen, was gerade eben Lawyer Berlin gesagt hat, der ESM sei kaum kontrollierbar. Seit dem Verfassungsgerichtsurteil vom 19.06. diesen Jahres, glaube ich, sind die Rechte des Deutschen Bundestages derart umfassend. Vor entsprechenden Verhandlungen im ESM muss die Bundesregierung den Bundestag bzw. entsprechende Ausschüsse informieren. Unmittelbar danach muss die Bundesregierung die Abgeordneten informieren, wie die Verhandlungen gelaufen sind. Und fast alle Entscheidungen, wo der Finanzminister oder der deutsche Vertreter im Direktorium abstimmen muss, müssen vorher über den Bundestag als Bundesgesetz verabschiedet werden. Also, dass er nicht kontrollierbar wäre, außerhalb der parlamentarischen Kontrolle liegen würde, ist einfach nicht richtig. Dann hat außerdem Lawyer Berlin noch gesagt, also man könne den nicht verklagen, weil er immun sei. Also es ist richtig, er kann grundsätzlich nicht verklagt werden, aber die Immunität der Person jedenfalls kann aufgehoben werden. Alle EU-Beamten besitzen diese Immunität auch und wir sehen regelmäßig, wenn es da Betrugsfälle gibt, dass diese Immunität aufgehoben wird und die Leute auch echt hart bestraft werden. Da hat ja gerade heute ein großer Artikel im Spiegel gestanden über einen sehr großen Betrugsfall, der da aufgedeckt wurde. Ja, dass die Immunität grundsätzlich aufgehoben werden kann, ist natürlich korrekt, aber wenn man sich diesen Artikel 32 auf der Zunge zergehen lässt, der eben sagt, der ESM sein Eigentum, seine Mittelausstattung, seine Vermögenswerte genießen, unabhängig davon, wo und in wessen Besitz sie sich befinden, Immunität von gerichtlichen Verfahren jeder Art. Das klingt natürlich schon drastisch. Das klingt drastisch, da stimme ich zu. Ich möchte noch was sagen zur Erfahrung mit dem Internationalen Währungsfonds. Ich denke, der IWF ist zwar nicht an die verfassungsmäßigen Rechte der Staaten gebunden, er ist auch nicht verpflichtet auf die Menschenrechte der UNO, obwohl er eine UNO-Sonderorganisation ist, aber er ist nicht Teil des Systems UNO, sondern halt nur regelmäßigen Gedankenaustausch mit der UNO und hat halt diesen Status. Aber er müsste zum Beispiel zulassen, wenn die Staaten mit der Einrede kommen und da soll glaubhaft vortragen, dass bestimmte Vorschriften ihrer Verfassung sie dazu zwingen, dass sie die Auflagen nicht vollständig umsetzen können oder bestimmte internationale Menschenrechte, zum Beispiel von der UNO, sie sagen, die müssen wir einhalten, dass die setzen Grenzen. Wenn der IWF drüber hinwegtrampelt, dann liegt das an dieser übermäßigen Immunität. Und ich bin der Meinung, diese Immunität wäre nur dann in Ordnung, wenn die nur so weit reicht, wie die ihre Kompetenz nicht überschreiten. Die Überschreitung sehe ich beim IWF regelmäßig dann, wenn sie halt die Auflagen so streng machen, dass es nicht mehr möglich ist, die Menschenrechte zu erfüllen. Wenn sie zum Beispiel in Griechenland diese Kürzungsvorgaben machen in der Sozialversicherung, aber nicht unter dem Vorbehalt sozusagen setzen, die und die Gesundheitsleistungen, die müssen noch gewährleistet sein. Das können wir nur so weit machen, dass das und das nicht angetastet wird. Oder die Griechen und selber. Da nehmen sie keine Rücksicht drauf. Und deswegen sehe ich die Immunität so gefährdet, weil sie dazu verführt, es nicht zu dulden. Und das obwohl zumindest IWF-Recht, normales Völkerrecht ist und nicht so hochrangig ist wie zum Beispiel EU-Recht, Menschenrechte der UNO, UNO-Charta oder nationale Verfassung. Ich möchte da an der Stelle nur kurz ergänzen, also ich bin auch kein Freund von dieser Immunität. Ich glaube auch, dass die nicht in dem Umfang notwendig ist, wie sie da hingeschrieben wurde. Und ich glaube, dass es da auch andere Regelungen gäbe, die eine Funktionsfähigkeit des ESM gewährleisten können. Also ich bin da kein großer Freund von dieser Immunität, aber ich sehe nicht, dass die ein großes Problem erzeugen würde. Ich finde also, der IWF erzeugt große Probleme in der Welt. Also John Siegler hat gesagt, in seinem Nahrungsbericht, also noch Berichterstatter war für das Menschenrecht auf Nahrung, dass der IWF der zweite Grund ist für den Welthunger in der ganzen Welt. Und das ist schon bezeichnend. Also solche Organisationen machen Probleme. Also wenn man das von der Finanzseite aus betrachtet, vielleicht nicht. Aber von den Menschen, also die davon betroffen sind, die haben Probleme. Und man muss bedenken, diese Klage, die ich da mache, wo es um meine Betroffenheit geht.
Meine Frau braucht regelmäßig Medikamente und wenn die so kürzen, wie es übliche Praxis des IWF ist, dann wird sie die vollkommen aus eigener Tasche zahlen müssen. Oder die sind gar nicht erst da, weil man es gar nicht einkaufen kann. Zum Beispiel in Griechenland ist seit 3 Wochen, gibt es keine Krebsmedikamente mehr. Ich möchte an der Stelle mal eingreifen. Ich glaube, IWF ist nochmal ein extra Thema, was wir hier mammeln müssen. Ich möchte da zum Schluss nochmal aufs PET verweisen. Da ist auch nochmal der bereits zitierte Professor Michel Schosodowski drin. Und da habe ich ein Zitat, eine Position von ihm reingeschrieben. Die will ich hier zum Abschluss der IWF-Thematik nochmal vorstellen. Er sagt: Den Kampf um die Kontrolle über das Weltwährungssystem und die Geldschöpfung hält er für eine Mitursache vieler heutiger kriegerischer und wirtschaftlicher Auseinandersetzungen. Wer will, ich habe den Wiki-Link zu dem Professor ins Pad gestellt, schaut es euch an und vielleicht machen wir da nochmal einen extra Abend zu diesem Thema. Ich würde an dieser Stelle jetzt gerne zum Teil 3 gehen und noch die Fragen abarbeiten, die hier im Pad stehen. Und ich fange mal mit der ersten Frage an von Alan Winkleman. Die ESM-Behörde ist so konfiguriert, dass sie genau wie ein Hedgefonds arbeiten kann, also gehebelte Wettgeschäfte eingehen kann, ohne je zur Rechenschaft gezogen werden zu können, in Klammern Immunität. Wie schätzen Sie die Risiken ein? Die Frage richtet sich an euch, Sarah und Volker. Ja, der ESM hat ja bestimmte Möglichkeiten, wofür er Finanzhilfen in Anführungsstrichen geben kann. Und das Geld, was die Staaten dafür eingezahlt haben beim ESM, kann er natürlich nach verschiedenen Kriterien anlegen. Mit der Anlagestrategie, die der ESM dabei verfolgen darf, wie sicher das sein muss, wie spekulativ es sein darf, haben wir uns bisher noch nicht beschäftigt, gebe ich zu. Wir haben uns angeschaut, was für Finanzhilfen kann der ESM geben. Und inwieweit der Geld auch spekulativ anlegen darf, wissen wir nicht. Ist nicht Gegenstand unserer Klage. Okay, ich komme gleich zur zweiten Frage. Hier meint jemand, sollte der ESM als verfassungswidrig anerkannt werden, wie gut stünden Ihrer Meinung nach die Chancen, die Eurogruppe für ihren Putschversuch zur Rechenschaft zu ziehen? Siehe Grundgesetz 23.1a. Das müsste 20 sein. Kleinen Moment bitte. 23.1a, was ist damit genau gemeint? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube auch, er hat es verwechselt. Das müsste doch eigentlich 20.3 sein. Also die eine Sache ist eben, ob der ESM untersagt wird, die Zustimmung zum ESM. Die andere Sache ist natürlich, ist das ein Putsch? Und zur Rechenschaft ziehen, da kämen ja Strafrecht oder Haftungsrecht in Betracht. Da müsste man sich das Strafgesetzbuch oder das BGB gründlich anschauen. Das haben wir in dem Umfang nicht gemacht, sodass wir da keine Prognosen abgeben möchten. Wir haben uns so schon stark exponiert bezüglich dessen, wo wir das Grundgesetz und Menschenrechte der Vereinten Nationen verletzt sehen. Das haben wir in der Zeit nicht geschafft, uns da eine fundierte Auffassung zu bilden. Bitte um Nachsicht. Auch wenn wir an einigen Stellen geschrieben haben, dass man bestimmte Dinge benutzen kann bei diesen Verträgen, dass man da einen Putsch mitmachen könnte. Wir haben niemandem genau solche Absichten unterstellt. Dafür müsste man ja auch die inneren Umstände, was sich jemand dabei denkt, wissen. Und deswegen, wenn es darum geht, da jemand straf- oder haftbar zu machen, da haben wir uns nicht entsprechend reingekniet. Wir haben nur Gefahren des Machtmissbrauchs dieser Mechanismen aufgezeigt, ob es ESM oder Fiskalpakt ist. Okay, ich komme mal zur Frage von Rudi, die ist etwas länger. Die Befürworter des ESM erklären immer wieder, dass der Bundestag bei allen Entscheidungen des ESM-Gouverneursrats Mitspracherecht habe. Wenn ich den Artikel 4, 2, Satz 2 lese, kann dieses Mitspracherecht des Bundestages jedoch sehr einfach ausgehebelt werden. Im Artikel 4, 2 des ESM-Vertrags steht nämlich: Der Gouverneursrat und das Direktorium beschließen nach Maßgabe dieses Vertrags in gegenseitigem Einvernehmen mit qualifizierter Mehrheit oder einfacher Mehrheit. Bei allen Beschlüssen ist die Beschlussfähigkeit erreicht, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder auf die insgesamt mindestens 2/3 der Stimmrechte entfallen anwesend sind. Teil A der Frage: Bedeutet dieser Artikel nicht,
dass einzelne Staaten dazu in der Lage sind, Entscheidungen, für welche keine Mehrheit im eigenen Land gefunden werden konnte, durch gezielte Abwesenheit ihrer Gouverneure quasi durch die Hintertür durchzuwinken? Und Teil B, wenn ja, warum ist dieser Punkt in keiner Klage gegen den ESM aufgeführt? Der Punkt mit der gezielten Abwesenheit, den haben wir nicht gesehen, haben wir auch nicht geltend gemacht. Diese Lücke ist tatsächlich, denn Deutschland hat ja zwar den höchsten Anteil, kein anderes Land zahlt, muss da mehr einzahlen in ESM prozentual, aber es ist immerhin weniger als ein Drittel, das stimmt. Wir haben in unserer Klage etwas anderes geltend gemacht. Wir haben geltend gemacht, das bereits zugesagte Kapital, das kann ja unter Umständen innerhalb einer Woche nach Artikel 9 ESM-Vertrag abgerufen werden. Und wenn man so schnell nicht einzahlen kann, kann man dann eine Stimmrechtsaussetzung nach Artikel 4 Absatz 7 bekommen. Da haben wir die Lücke gesehen. Da, wo der Bundestag ausdrücklich in Mitentscheidung ist nach dem Zustimmungsgesetz zum ESM, ist, wenn es um Zustimmung zu Kapitalerhöhungen ist und wenn es um Ausweitung des Instrumentariums geht, also noch mehr Instrumente für Finanzhilfen als das, was im ESM-Vertrag selber drinsteht, aber nicht bei den Kapitalabrufen. Da sehen wir die Lücke vor allem. Aber die gezielte Abwesenheit ist auch ein, wenn die Regierung die Rechte des Bundestages umgehen wollte, könnte sie das machen, ja. Vielleicht darf ich da kurz was zu sagen. Also das würde nicht funktionieren, eine solche Vorgehensweise, wenn der Bundestag darüber abgestimmt hat und dann der Gouverneur einfach nicht hingeht, das wäre eine nicht rechtsgültige Entscheidung. Das wäre so wie, wenn ich jemandem den Auftrag gebe, ein Auto für maximal 1.000 Euro zu kaufen, derjenige dann zu einem Autohändler geht und ein Auto für 50.000 Euro kauft und der Händler weiß, dass ich ihm nur beauftragt habe, maximal ein Auto für 1.000 Euro zu geben. Wenn der Händler das weiß und im Gouverneursrat ist sicher die Entscheidung des Bundestages bekannt, sind entsprechende Entscheidungen, Willenserklärung nichtig. Ich komme mal zur letzten Frage. Sollte das Bundesverfassungsgericht ESM und Fiskalpakt nicht als verfassungswidrig anerkennen, halten Sie Maßnahmen nach Artikel 20, Klammer 4, Grundgesetz, Recht auf Widerstand für gerechtfertigt? Falls ja, welche? Falls nein, warum nicht? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, meine Steuern unter Berufung auf den oben genannten Artikel auf ein Treuhandkonto zu zahlen. Was wären die Aussichten? Also zum Recht auf Widerstand hat das Verfassungsgericht ganz viel geurteilt im Lissabon-Urteil. Man muss erstmal versuchen, die Rechtsmittel, die einem die Rechtsordnung gibt, auszuschöpfen. Und wenn einem dann rechtswidrig das versagt wird, dann ist die Widerstandslage gegeben. Das bitte im Lissabon-Urteil 30.06.2009 nachlesen. Da steht es jetzt noch etwas detaillierter, als ich das so aus dem Stegreif kann. Aber die Widerstandslage ist natürlich ermächtigt, nichts hier zu beliebigen. Denn es geht bei der Widerstandslage Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz um den Schutz der Ordnung des Grundgesetzes. Was gehört zur Ordnung des Grundgesetzes? Artikel 1 und Artikel 20 mit Sicherheit. Ich meine auch die Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte. Auf jeden Fall Dinge, die vom Grundgesetz, innerhalb des Grundgesetzes von besonderer Bedeutung oder besonderem Rang sind. Ich denke, auch da ist natürlich die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Artikel 20 Absatz 4 ist auch vor allem kein Artikel mit der mächtigen Würde jetzt für eine Revolution oder so. Auf jeden Fall ist es die Ordnung des Grundgesetzes und im Vergleich zu dem, was zu tun ist, was man bewahren muss, muss die Verhältnismäßigkeit auch da sein. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn man jetzt sagt, man zahlt Steuern auf ein Sperrkonto. Ich meine, es hätte vergleichbare Aktionen schon mal gegeben außerhalb von Widerstandslagen und das hätten die Finanzgerichte nicht mitgemacht. Ich weiß es nicht, weil Steuern sind ja Leistungen, wo man keinen Anspruch auf konkrete Gegenleistungen hat. Ich bin da wirklich überfragt, ob das innerhalb einer Widerstandslage etwas Gerechtfertigtes sein kann. Wenn es von der Definition her schon Leistungen ohne konkrete Gegenleistungen sind, habe ich erhebliche Zweifel. Ich würde eher auf Nein tippen. Aber ich kenne kein Beispiel, wo das jemand in einer wirklichen Widerstandslage jemals Geld gemacht hat. Jetzt muss ich mich dann doch mal zu Wort melden. Also das Widerstandsrecht ist schon öfter gebraucht worden und es hat jedes Mal zu einer Bestrafung geführt. Das Widerstandsrecht ist nur im Rahmen der Gesetze möglich. Das bedeutet natürlich auch, dass man die Steuer nicht auf ein Sperrkonto einzahlen kann. Das sieht das Gesetz nicht vor, sodass das nicht vom Widerstandsrecht gedeckt ist. Im Grunde genommen gibt das Widerstandsrecht nur die Möglichkeiten, die auch sonst jeder Bürger hat, nämlich demonstrieren, gewisse Formen passiven Widerstands
Aber letztendlich, dieses Widerstandsrecht ist im Grunde genommen, ich sag's mal brutal, nicht das Papier wert, auf dem es steht. Genau, ich möchte da mal ganz kurz den Professor Schachtschneider, der auf die Frage auch angesprochen wurde, zitieren. Da gab es hier einen Artikel im Internet auf MM News. Da ist ja auch dieser Nebensatz drin, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also kann man hier lesen, die Einschränkung, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist, macht die Sache schon nahezu aussichtslos. Denn ab wann ist dies gegeben? In der Frage von ESM und Fiskalpakt, genau, gäbe es kein Widerstandsrecht, solange das Bundesverfassungsgericht theoretisch noch für andere Abhilfe sorgen könnte. Erst wenn alle anderen Möglichkeiten der Abhilfe tatsächlich gescheitert sind, könnte man eventuell zum aktiven Widerstand übergehen. Doch selbst in diesem engen Zeitfenster zwischen dem Scheitern jeglicher anderen Abhilfe und der von den Drahtziehern generalstabsmäßig geplanten Aushebelung des Grundgesetzes, also der Schaffung von vollendeten Tatsachen, gibt es noch weitere Einschränkungen. Erstens würde praktisch betrachtet ein solcher Aufruf mangels Medienunterstützung weitgehend ungehört verhallen, der Erfolg also ausbleiben. Und zweitens würden die Staatsdiener ohnehin nicht mitmachen, da sie sich trotz Artikel 20 Absatz 4 strafbar machen würden, wenn sie Verfassungsorgane behindern, ebenso wie diejenigen, die den Aufruf starten. Es gibt nämlich bislang keinen einzigen Fall, in dem jemand, der sich auf Artikel 20 Absatz 4 berufen hat, ungestraft davongekommen ist. Man müsste also bei Ausübung des Widerstandsrechts im Rahmen aller übrigen Gesetze bleiben und dürfte nur die Art von Widerstand ausüben, die ohnehin erlaubt ist. Also zum Beispiel Demonstrationen, Generalstreiks und so weiter. Große Demonstrationen wären natürlich wiederum mangels Medienunterstützung aussichtslos und Generalstreiks in Anbetracht der vorhandenen Gewerkschaftsbosse kaum denkbar. Und kleinere Aktionen dieser Art gegen den bevorstehenden Verfassungsbruch wären sogar noch kontraproduktiv, denn damit suggeriert man nur, dass alle, die nicht mitmachen, dann wohl dafür sein müssen. Also ich glaube, das sind auch recht deutliche Worte. Und so viel zu diesem Thema. Ich mal kurz, ich habe es gerade eben geschrieben. Da war die Rede von Generalstreik. Seit wann ist das in Deutschland erlaubt? Und soweit ich weiß, ist schon allein der Aufruf dazu strafbar. Danke. Ja, kann ich nichts zu sagen. Ich habe gerade nur Professor Schachtschneider zitiert. Ich wüsste auch nicht, dass Generalstreik erlaubt wäre. In der deutschen Geschichte gab es ja mal den Kapp-Putsch. Und da hat ja so ein Freikorps versucht, die Macht an sich zu reißen. Und das wurde mit einem Generalstreik beantwortet. Und damit hat man die Demokratie in der Weimarer Republik dann damals zu dem Zeitpunkt retten können. Ich frage mich, ob es für solche Situationen in Widerstandslagen, dass ein Generalstreik gerechtfertigt ist. Zum Thema Steuerboykott wollte ich noch sagen, wenn man dann damit gegen protestieren will, dass zu viel Geld auf der Ausgabenseite rausgeworfen wird, obwohl man eben Steuern kein Recht hat, dass das für eine bestimmte Art und Weise verwandt wird, damit schadet man dem Staat ja noch zusätzlich. Es ist ja meines Erachtens da eher kontraproduktiv. Und da sehe ich auch keine Verhältnismäßigkeit, auch nicht in Widerstandslage. Aber ja, wenn es wirklich ein Putsch wäre, so wie damals bei diesem Freikorps, denke ich, wenn da eine Widerstandslage wäre, käme ein Generalstreik, würde ich als verhältnismäßig ansehen. Aber ist das hier damit vergleichbar? Ich weiß nicht. Ich habe mir noch nicht hinreichend konkrete Gedanken gemacht, welche Form von Widerstand gegen was gerechtfertigt sind. Wir argumentieren in unserer Klage so, mehr Volksentscheide, damit eben nicht willkürartig EU-Kompetenzen überschreitet, ist ein Mittel, was wirksam eine Widerstandslage ausschließt dann. Und auch das ist für uns ein Argument dafür, dass das ausgeschöpft werden muss mit dem Volksentscheiden, weil das auf jeden Fall vorrangig ist gegenüber dem Zulassen einer Widerstandslage. Ich möchte noch was zur Widerstandslage sagen. Wer sich also fürchtet, wenn die verfassungsmäßige Ordnung also beseitigt wird, dann ist es ganz, ganz klar, dass also diese Personen, die also die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen, mit Sicherheit also der Gefahr unterliegen, bestraft zu werden. Das ist bei jedem Putsch der Fall, dass also Dissidenten, die also die Ordnung wiederherstellen wollen, Gefahr laufen auf Leib und Leben.
Also das ist was ganz Normales. Ja, dann hoffen wir doch alle mal, dass es gar nicht so weit kommt. Wir sind alle gespannt, wie es weitergeht beim Bundesverfassungsgericht. Wir werden die Lage hier natürlich täglich beobachten und versuchen zu analysieren und schlau draus zu werden. Ich hoffe, der heutige Abend hat allen Zuhörern und Beteiligten auch neue Erkenntnisse gebracht in diesem Prozess. Und ich möchte mich bedanken bei unseren beiden Gästen, Sarah und Volker, und möchte Ihnen jetzt noch mal kurz Gelegenheit geben, auf Ihre Webseite hinzuweisen. Ich glaube, man kann eure Klage ja auch unterstützen. Ich habe da auch ziemlich am Anfang schon gleich unterschrieben. Mittlerweile müssten es so 1000 Unterstützer sein. Vielleicht möchten ein paar Leute sich anschließen. Sarah und Volker, sag doch noch mal was dazu, bitte. Ja, also es geht nicht um einen Klagebeitritt oder Ähnliches, sondern es geht darum, auf der Webseite vom Netzwerk Volksentscheid gibt es einen Menüpunkt ESM-Klage und da kann man sich mit unserer Klage solidarisieren. Das ist keine E-Mail-Aktion oder Petition oder Ähnliches. Es geht darum, dass man Vorname, Nachname, Wohnort, wenn man möchte, kann man auch Beruf angeben, muss man aber nicht. Und man kann auch einen Kommentar abgeben, dass man sich mit unserer Klage solidarisiert, dass also öffentlich sichtbar ist. Es gibt viele Menschen, die Interesse daran haben, die wollen, dass diese Punkte, die wir da geltend machen, dass darüber entschieden wird. Ganz wichtig ist, das ist die Webseite, nur auf dieser Webseite die Solidarisierung. Es soll niemand ans Gericht schreiben oder sowas, das wäre total unzulässig und das ist auch ausdrücklich unerwünscht. Aber wir freuen uns, wenn viele Menschen sich solidarisieren und zeigen, dass ihnen das am Herzen liegt, dass diese Punkte, die wir da geltend machen, geklärt werden. Es ist, um zu zeigen, wir sind nicht allein. Es gibt viele Menschen, die wollen, dass das geklärt wird. Wie hart dürfen solche Auflagen sein? Und wie viel Geld darf man maximal geben zur Absicherung der Gläubiger von Staaten? Und wie weitreichend ist der Schutz, den die universellen Menschenrechte uns bieten? Wie viel Volksabstimmung müssen sein, wenn die Abgeordneten ihre Rechte nicht genug wahrnehmen? Diese Dinge macht keine andere Klage. In dem Maße gelten wie unsere und deswegen möchte ich dafür werben, auf der Webseite sich zu solidarisieren mit unseren Klagen. Und eine Zusammenfassung der Klagen mit zwei Seiten findet man dort und auch Verlinkung zum Gesamtklagetext, dass man sich ein Bild machen kann. Danke. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Wenn eure Klage jetzt beim Bundesverfassungsgericht nicht durchkommt, habt ihr dann vor, weitere Instanzen anzurufen, weil es gibt ja auch europäische oder internationale Gerichtshöfe, die man ja mit eurer Menschenrechtsbegründung durchaus anrufen könnte? Es gibt da zwei Möglichkeiten, wenn man auf nationaler Ebene alles durch hat. Einmal gibt es einen europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ist vom Europarat. Und da kann man natürlich dann nur die Rechte geltend machen, die diese Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats hat. Und der Europarat, der ist nicht auf das Grundgesetz verpflichtet, der ist nicht drauf verpflichtet auf universelle Menschenrechte, das, was wir gerade entsprechend geltend machen. Und beim Europarat dürfte es auch kaum gerichtsgebührenfrei sein. Beim Verfassungsgericht ist es ja gerichtsgebührenfrei, wenn man es nicht rechtsmissbräuchliches macht. Und es kann auch sein, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, ob die möglicherweise auch, wie viele Gerichte, einen Anwaltszwang haben. Das Verfassungsgericht hat ja Anwaltszwang nur grundsätzlich für die mündliche Verhandlung. Von daher, allein von dem Kostenrisiko werden wir das nicht machen. Was es auch für eine Möglichkeit gibt, ist, wenn man auf nationaler Ebene alles durch hat, kann man zu manchen Menschenrechtsverträgen der UNO dann auch bei der UNO sich sozusagen noch beschweren. Aber die kann nichts entscheiden und die UNO kann dann nur Dinge sichtbar machen. Dann nur, dass Dinge sichtbar gemacht werden, das lohnt sich für uns, denke ich, diesen Aufwand auch nicht. Da müsste man ja alles auf Englisch noch präsentieren, 718 Seiten auf Englisch zusammenfassen, da sitzt man ja nochmal 2 Jahre dran oder länger. Das schaffen wir nicht. Also es kommt jetzt schon hier auf diese Stelle an und danach weitergehen. Ich sehe nicht, wie uns das voranbringen könnte. Nee, es ist jetzt der entscheidende Punkt. Ja, Dani, ich hoffe, deine Frage ist damit auch erschöpfend beantwortet. Und ja, dann möchte ich gerne dem Markus noch Gelegenheit geben, sich zu verabschieden. Ja, ich möchte jetzt auch kein großes Statement mehr machen. Wir haben wirklich ausführlich diskutiert. Auch ich möchte mich bedanken für die Geduld der vielen Zuhörer und das Interesse und bedanke mich auch bei Sarah Lucia Hassel-Reusing und Volker Reusing für die Beantwortung der Fragen und wünsche Ihnen für Ihre Klage alles, alles Gute.
Genau, also da schließe ich mich sehr gerne an. Vielen Dank, Sarah und Volker. Wir beschließen damit den heutigen Mumble-Abend. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.